So, hallo und herzlich willkommen am Fluss zu meinem alljährlichen Seven vs. Wild Kommentar, erste Folge. Das umschließt dann Folge 1 und 2 von der vierten Staffel von Seven vs. Wild, genannt Crashed. Sehr dramatisch. Ja, ist es auch, finde ich, ein wenig. Also mir gefällt's. Das kann ich gleich schon mal von wegnehmen. Einige Leute finden die Staffel furchtbar. Ist in Ordnung. Selbstverständlich dürft ihr das gerne tun. Dann werdet ihr euch damit wahrscheinlich nicht allzu intensiv auseinandersetzen wollen. Und dann wahrscheinlich ist das jetzt auch nicht unbedingt sehr interessant für euch. Ne? Was überhaupt kein Problem darstellt. Selbstverständlich ist das euer gutes Recht, dass Scheiße zu finden oder sonst irgendwie nicht zu mögen oder beliebiges Adjektiv einfügen, ja? Das vielleicht kurz vorweg. Dann machen wir hier dasselbe wie alle Jahre wieder. Das heißt, ich habe gar nicht groß Bildmaterial vorbereitet und sage zu den einzelnen Aspekten einfach ein bisschen das, was ich dazu zu sagen habe. Da sind ein paar vielleicht lehrreiche Sachen dabei, ein paar Einordnungen aus meiner Outdoor-Erfahrung und hier und da vielleicht auch ein kleines bisschen was Lustiges. So hoffe ich das zumindest, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Kurz wird das Ganze nicht, das kann ich schon mal garantieren. Und ja, wir kennen's. Ja? Also wenn mir schon ein paar Jährchen folgt, oder ein paar Wochen oder dann nicht, aber die allermeisten sind ja Langzeit Zuschauer und daher ist das, glaube ich, einigermaßen bekannt, was hier grob auf uns zukommt. So, das ist wahrscheinlich jetzt so das letzte Mal, dass ich dieses Jahr hier noch am Fluss hocken kann. Das Wasser wird wieder lauter, wenn der Wasserstand steigt, ne? Und also beziehungsweise vielleicht ergibt sich nochmal die Möglichkeit, dass der Wasserstand nochmal sinkt. So finde ich persönlich es noch recht angenehm, ist auch für mich im Schnitt kein Problem mit dem Hintergrundrauschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, es gibt ganz paar Leute, also es sind wirklich sehr, sehr wenige und deswegen ist es schwierig, ja, die das eben auch so ein leichtes Hintergrundrauschen als störend empfinden, weil sie da wohl akustische Probleme mit haben, schreiben zumindest die Mehrheit dieser paar Leute, die das schreibt. Es ist für mich einfach ein schöner Platz und ich muss irgendwo abwägen, wo ich sitzen kann, wo es für mich vertretbarer Aufwand ist, wo ich mich auch wohlfühle zum Video aufnehmen. An einem Mistplatz macht es auch mir keinen Spaß. Und die Interessen aller, die da ganz bei dem Ganzen zuschauen und daher heute noch so gerade so, wäre das Wasserrauschen noch ein kleines bisschen lauter, dann würde ich mich woanders hinbegeben. Wie gesagt, ist eine Abwägung. Hä? Wenn ihr dazu eine Meinung habt oder dass es euch zum Beispiel diesmal jetzt sehr gestört hat und sonst nicht, dann könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer über Kommentare, der Algorithmus auch. Von daher schreibt da rein, was ihr lustig seid, solange ihr bitte keine Beleidigungen oder ganz, ganz böse Sachen formuliert. Ja? Harsche Kritik, okay. Ist immer schwierig, ja, weil ich muss ja selbst entscheiden, wann es mir zu weit geht und wann nicht. Also versucht euch einfach in meine Lage hereinzuversetzen und rauszufinden, ob es mir das wohl zu weit gehen würde oder nicht. Und dann wisst ihr grob, in welchem Rahmen ihr euch bewegen dürft. Dürfen tut ihr das natürlich auch völlig anders, ja, aber dann hat es halt wohl möglich Konsequenzen. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend und so ziemlich jeder Influencer, Streamer, YouTuber, wie auch immer wir uns nennen wollen, jeweils individuell, wird euch Ähnliches erzählen, dass ihr bitte schön entspannt bleiben sollt in der Form der Kommunikation. Da bin ich jetzt wirklich nicht bei weitem nicht der Erste und werde wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein. Daher, das wäre wirklich eine große Bitte meinerseits, sich da ein bisschen zusammenzureißen. So, und damit kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Ich gehe jetzt einfach hier mal für meine Gesamtanalyse davon aus, dass mein restlicher Krempel nicht unbedingt geguckt worden ist oder noch nicht geguckt worden ist, weil das sind ja Spoiler-behaftete Diskussionen, die teilweise mal ein paar Sachen voraussetzen. So, aber selbst wenn man eben jetzt, und das ist spoilerfrei hier, ne? Das heißt, bitte auch in den Kommentaren keine Spoiler. Wer da doch spoilert, und ich krieg's mit, ich weiß nicht, ob ich alles mitkriegen werde, schwer zu sagen, aber wenn ich's mitkriege, dann lösche ich's. Ja? Und das ist dann halt so. Ne? So, also, auch
wenn man bisher noch nicht viel geguckt hat von Seven vs. Wild oder sich nur passiv dafür interessiert, die Leute gibt es ja auch hier bei mir, die einfach nur meinen Kommentar gerne hören und der Rest interessiert sie eigentlich gar nicht so sehr, beziehungsweise die hauptsächlichen Folgen, oder wer nur die Reaction von bestimmten Leuten guckt, anstatt die Hauptfolge, oder, das ist ja alles völlig in Ordnung und trotzdem würde ich da jetzt einfach Rücksicht auf die Leute nehmen, die eben nur die Hauptfolgen gucken. Und daher nochmal kein Spoiler. Ja? So, da war jetzt irgendein Denkfehler in diesem Satz, ist ja auch egal. Punkt 1. Man hat schon im Trailer mitbekommen, man hat es im Vorfeld mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, herzlichen Glückwunsch. Das ist auch besser so. Ja? Wirklich, da habt ihr nichts verpasst. Es gibt ein wenig Hate gerade, neudeutsch, bezüglich dieser Staffel beziehungsweise bezüglich verschiedener Teilnehmer, die den schon abbekommen haben. Darunter Joe, Joey, Stefan, Hugo und wohl auch Sandra. Ja, ich glaube, die wenigen anderen sind ungeschoren davon gekommen. Julia scheint wenig Probleme zu haben seitens der Community und Uwe wohl auch nicht. Und alle anderen haben eigentlich schon was auf den Deckel gekriegt, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist nicht lustig im Grunde, es ist nur jein. Also ich lache da jetzt nicht, weil ich es gut finde, dass die alle auf den Deckel bekommen haben. Ganz bestimmt nicht, das ist ja Sinn und Zweck dieses Statements gleich. Sondern ich lache da nur, weil ich es irgendwie absurd finde, dass das passiert. Und bei Absurditäten muss ich manchmal ein bisschen lachen. Ich finde das wirklich völlig absurd. Manches kann ich verstehen. Da gibt es nachvollziehbare, rational nachvollziehbare Gründe meiner Meinung nach, dass Menschen so reagieren, wie sie da jetzt reagieren. Bei anderen Sachen beim besten Willen nicht. Ja. Grundsätzlich gilt ja der Grundsatz, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, brauchst du auch nicht unbedingt was sagen. Ja, das gilt insbesondere bei der Kommunikation im Internet, bei Kommentaren unter egal welchem Creator. Es hilft niemandem, wenn der da jetzt irgendwelchen Stunk ablässt und so weiter und so fort. Im Regelfall ist es kontraproduktiv. Konstruktive Kritik ist was anderes. Der Unterschied zwischen Stunk bzw. einfach nur Negativität und dummem Gelaber, was niemandem hilft, und konstruktiver Kritik ist im Wesentlichen nicht so sehr der Umgangston, sondern tatsächlich einfach, ob ein Verbesserungsvorschlag drin ist oder nicht. Das heißt, du konkret, beziehungsweise ob es überhaupt was ist, was es dich lohnt zu kritisieren. Wenn du zum Beispiel den Charakter von jemandem nicht magst, das ist völlig sinnlos, das zu kritisieren. Das bringt dem nichts, dass der jetzt weiß, dass du ihn nicht magst. Und umgekehrt dürfte es dem, also wenn das massenhaft passiert, dann sorgt das für schlechte Laune bei demjenigen, den es betrifft. Ja, und weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, wahrscheinlich schon. Wenn ja, dann ist das eine sehr schlechte Charaktereigenschaft von demjenigen, der da solche Dinge in die Kommentare schreibt. Aber das hilft der Person in keinster Weise, irgendwas zu ändern, weil man an seinem grundsätzlichen Charakter wenig schrauben kann. Ne? Wenig bis gar nicht, irgendwo so da dazwischen, aber so grundsätzliche Veränderungen sind da sicherlich nicht zu erwarten, weil man jemandem in die Kommentare schreibt, dass er scheiße ist oder Manipulator oder so ähnlich. Keine Ahnung von Bushcraft bzw. von Survival hat. Das ist halt auch so, ja? Das mag aus einer fachlichen Perspektive sowohl das eine als auch das andere, je nachdem, welche fachliche Perspektive man da einnimmt, vielleicht hier oder da dem einen oder anderen so erscheinen, als sei das jeweils korrekt. Ja? Und wenn man das als sachliche Aussage verpackt, dann kann man das vielleicht so sagen, aber wie gesagt, weder das eine noch das andere hilft der entsprechenden Person irgendwie weiter, weil es unwahrscheinlich ist, dass zum Beispiel ein Stefan, wenn man ihm sagt, er hätte keine Ahnung, das als legitime Kritik auffasst, was ich verstehen kann. Ja? Man müsste dann schon wirklich sehr ausführlich darlegen, was er denn genau da falsch gemacht hat. Und dann wäre es eine sachliche Kritik, eine konstruktive Kritik, dass da im konkreten Fall was falsch gemacht worden ist. Wenn davon sehr viel auf einmal auf jemanden einprasselt, dann kann ich menschlich nachvollziehen, dass man sich dann irgendwann abschottet und diese Kritik dann einfach nicht mehr hören möchte, egal wie sachlich oder wie konstruktiv die formuliert ist. Andererseits, jemanden aufgrund seines Charakters oder aufgrund schierer Unsympathischkeit zu kritisieren,
halte ich auch für wenig zielführend, weil was soll er denn machen? Jetzt auf sympathisch schalten, ja, das könnte schwierig werden. Im Übrigen ist Unsympathie selbstverständlich sehr stark vom Betrachter abhängig und es mag Leute geben, die mehrheitlich als unsympathisch wahrgenommene Menschen, falls das dann so sein sollte, trotzdem sympathisch finden. Umgekehrt gibt es auch Leute, die mehrheitlich als sympathisch wahrgenommene Menschen unsympathisch finden. Zum Beispiel ich, zum Beispiel verschiedene ziemlich große Outdoor-Bubble-Mitglieder. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass die deswegen schlecht sind. Das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Und bei euch ist es eure persönliche Wahrnehmung, dass ihr wen anders aus der Outdoor-Bubble wohlmöglich nicht mögt. Das ist menschlich. Ja? Niemand muss jeden mögen. Was allerdings einfach ein Gebot der Höflichkeit wäre, ist, dass man nicht dauernd rumrennt und all Welt erzählt, wie schlimm Person XY ist, nur weil man sie nicht mag. Ja? Das hilft letzten Endes niemandem weiter und erzeugt Hass und der ist nicht wirklich produktiv. Das nützt wirklich niemandem. Und ich muss mich ein Stück weit selber auf die Finger klopfen, beziehungsweise selber auch ein Stück weit mitverantwortlich für die gesamt angespannte Diskussionssituation bezüglich dieser Staffel von Seven vs. Wild ein bisschen mitverantwortlich machen. Mein erster Spoiler-Kommentar, spontan und unüberlegt, war auch zu aggressiv. Also das hätte man auch nochmal diplomatischer formulieren müssen. Das würde ich jetzt heute auch nochmal anders machen und werde jetzt für mein Hauptkommentar, nicht das böse Reaction-Wort verwenden. es gibt kein Bildmaterial, es ist also wirklich was anderes als eine Reaction im klassischen Sinne. Egal, jedenfalls werde ich dafür nochmal sehr versuchen, mich weiter zusammenzureißen und möglichst diplomatische Ausdrucksweisen für Konfliktbeschreibungen bzw. Lösungsansätze, so ich dann einen habe, habe ich auch nicht immer, anbieten zu wollen. So, das vorweg zur Konfliktsituation. So, und wenn das jetzt alles zu blumig formuliert war, im Wesentlichen streiten sich Stefan und Joe, die beide einen gewissen, also mindestens einen gewissen fachlichen Hintergrund mitbringen. Sagen wir einfach mal das Mindestmaß, wie hoch der jetzt jeweils individuell ist. Das ist ja unter anderem Thema des Streits. Da möchte ich mich jetzt also an dieser Stelle gar nicht unbedingt festlegen, wäre hier kontraproduktiv. In jedem Fall sind beide wohl nicht die besten Kommunikatoren, die die Welt je gesehen hat. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Haben beide ein paar Charaktereigenschaften, die das im Zusammenspiel von den beiden etwas schwierig machen. Und die gestresste Situation in einem Survival-Szenario zu stecken, die wahrgenommene Verantwortung, sich um die Gruppe kümmern zu müssen, die beide für sich beanspruchen. Ja, also sowohl Stefan will für die Gruppe arbeiten, sagt er zumindest. Und ich gehe mal davon aus, dass er das auch so meint, beziehungsweise es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass er das so sieht. Und Joe definitiv auch. Ja, der sagt das auch und handelt auch entsprechend, dass man meiner Meinung nach relativ gut erkennen kann, dass da schon der Wunsch vorhanden ist, sich um die anderen zu kümmern. Ja, also das wirklich objektiv, das kann man jetzt natürlich trotzdem bestreiten, da seid ihr frei, das zu tun, aber unabhängig von der Qualität der Kommunikation der beiden, würde ich schon wirklich der Meinung sein, dass die es beide gut meinen. Ja? Gut gemeint ist nicht zwingend gut gemacht und deswegen werde ich auch kritisieren, wo ich was zu kritisieren habe, wo ich wirklich mal sagen kann, das und das halte ich für keine gute Idee und hätte das so und so wohlmöglich anders gemacht. Aber im Großen und Ganzen kann ich, wenn ich nichts versuche, und das soll man ja immer so machen, hat mir meine Mama beigebracht, sich in die Position des jeweils anderen hineinzuversetzen, dann kann ich beide ein Stück weit verstehen. Insbesondere da Stefan, das ist, denke ich, kein Spoiler, nein, das ist kein Spoiler, ein Stück weit befürchten muss, dass seine Reputation wohl möglich in Gefahr ist, wenn er sich, falls er sich, ja, Entschuldigung, das Wenn ist falsch, falls ist korrekt, falls er sich in dem einen oder anderen Punkt als zum Beispiel inkompetent darstellt. Das ist jetzt kein Sonderfall für Stefan, das gleiche könnte Joe auch passieren, theoretisch, ja. Praktisch selbstverständlich auch. Und niemand hat bisher die ganze Staffel gesehen. Vielleicht passiert das auch noch. Das wissen wir alle nicht, außer diejenigen, die dabei waren. Ne? Und die dürfen es ja im Vorfeld nicht verraten, was ja auch gut so ist. So,
Grundsätzlich ist es so, wenn jemand mit einer gewissen Reputation als zum Beispiel Survival-Experte in so eine Show geht, sei das Alone, Seven vs. Wild, Naked and Afraid oder sucht euch was aus, ja, dann hat der oder diejenige, die das macht, immer so ein bisschen das Problem, dass es dann zwar keine selbstgeschnittenen Videos sind und jemand anders völlig den Schnitt übernimmt. Und selbst wenn die Performance eigentlich gut gewesen wäre, kann es immer noch passieren, dass es im Schnitt so aussieht. Das Risiko geht man ein, als hätte man sich dumm angestellt beispielsweise. Ja, das ist also immer Sprungbrett, vielleicht Karrierezerstörer, vielleicht auch. Beispiel, Joe Robinette, der kann kein Deutsch, deswegen fühlt er sich hoffentlich hierdurch nicht angegriffen, war ein aufsteigender Stern im amerikanischen Bushcraft Survival Himmel sozusagen, ist dann bei, ich glaube sogar Staffel 1 von Alone, sehr früh rausgeflogen, weil er schlicht und ergreifend seinen Feuerstahl verloren hat. Das kam schon mehrfach in Alone vor, dann im weiteren Verlauf. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler für Alone, aber sorry, Staffel 1 ist inzwischen so alt, da muss ich, irgendwann muss ich da mal ein paar kleine Dinge rausziehen. Und ja, und ist dadurch dann halt ausgeschieden. So, jetzt weiß ich nicht, inwiefern das seiner Karriere geschadet hat, aber genützt hat es ihr bestimmt nicht. Ja? Und er konnte dann auch kein Feuer bohren, er hat es nicht mal versucht. Andere Kandidaten, die nach ihm den Feuerstahl verloren haben, haben Feuer gebohrt und damit dann eben das Feuer wieder erwachen lassen. Und das ist ihnen dann auch, soweit ich weiß, nicht nochmal ausgegangen. Oder sie haben sich noch irgendwelchen glühenden Pilz nebendran gelegt oder wie auch immer sie das dann geschafft haben, aber andere Kandidaten haben das Problem tatsächlich gelöst bekommen. Es gab sogar mal einen Spezialisten, der hatte noch gar keinen Feuerstahl dabei und hat sich von Anfang an Feuer gebohrt. Das hat zwar eine Weile gedauert, also von den Staffeln, die ich gesehen habe, ich habe auch noch nicht alle gesehen, aber der hat das dann hingekriegt, auch sehr beeindruckend. Ja, wie auch immer, jedenfalls, man hat da wirklich einen gewissen Druck. Wenn du da als Anfänger hingehst, ja, dann wirst du auch hoffentlich, wer was anderes tut, ist nicht nett, aber dann wirst du hoffentlich auch nur als Anfänger bewertet. Und letzten Endes kannst du dann da, beispielsweise ein Hugo ist ein Anfänger. Ja? Und wir haben Folge 1 und 2 ja schon gesehen, wenn ihr das hier jetzt guckt. Davon darf ich ausgehen und dann kann ich also auch schon mal verraten, dass der Hugo da jetzt nicht gerade so wirkt. Nix gegen den Hugo, der ist Anfänger und Anfänger zu sein ist grundsätzlich niemals etwas, wofür man sich schämen muss. Jeder ist Anfänger bei allem, was er neu anfängt. Das ist völlig normal. Und klar gibt es Leute, die da ein Talent dann für das, was sie neu anfangen haben und Leute, die da kein Talent dafür haben. Sich aber grundsätzlich der Herausforderung zu stellen, ohne was zu fressen, da in der Pampa rumzuhocken bei großer Kälte und zumindest mal in Folge 1 und 2 noch nicht den Knopf zu drücken, um dann wieder nach Hause zu gehen, das nötigt mir in jedem Fall zumindest ein gewisses Mindestmaß an Respekt ab. Mindestens ein Mindestmaß, ja? Wie viel da noch kommt, das wäre jetzt auch wieder möglicherweise Spoiler belastet. Darum wähle ich hier hin und wieder sehr übervorsichtige Formulierungen. Ne? Also da nicht zu viel reininterpretieren. So, und da besteht keine Fallhöhe. Ja? Der Hugo ist ein Stück weit, das möchte ich jetzt schon unterstellen, ich denke, das ist so offensichtlich, dass das mir hoffentlich nicht übel genommen wird, zieht der Hugo seine Reputation bzw. seine Follower aus der Tatsache, dass er der Hugo ist und dass nicht immer besonders intelligente oder besonders kluge oder besonders durchdachte Entscheidungen beinhaltet und manchmal vielleicht auch ein bisschen eine gewisse sympathische Schusseligkeit, ja, und alles, was damit so ein bisschen in diese Richtung zusammenhängt. Ja, ohne das jetzt irgendwie als was Negatives brandmarken zu wollen. Der Kerl hat ja auch erheblich mehr Follower als ich und so weiter. Das hat also Erfolg, der kann davon leben und wahrscheinlich ebenfalls deutlich besser als ich. Ja, also das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich über solche Leute lustig macht. Mag sein, dass die manchmal für manche Menschen ein bisschen komisch wirken. Vielleicht sind sie das auch. Aber es gibt einen Markt für sowas. Ja, und wenn sie den erfolgreich ausnutzen und es schaffen, dabei korrekt ihre Steuern zu bezahlen und jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, Dummes mit der Kohle anzustellen und so weiter und so fort, dann kann man sich selbstverständlich streiten, ob man mit sowas so viel Geld verdienen sollen, können sollen, sollte.
Das ist ein ganz anderes Thema. De facto tun sie es aber. Und Geld zu verdienen kann zumindest in Teilen unserer Gesellschaft in gewissermaßen auch als Leistung angesehen werden. Und das ist sicherlich auch nicht völlig verkehrt. Ist sicher nicht die einzige Leistung, die man im Leben verbringen kann. Vielleicht ist es auch nicht die wichtigste. Bestimmt nicht ist es die wichtigste, ganz bestimmt nicht. Aber es ist eine. Ja? Und das zum Beispiel sollte man einfach in dem Kontext nicht vergessen, wenn man da unbedingt furchtbar viel an zum Beispiel einem Hugo auszusetzen haben möchte. Ja? Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit ihm warm zu werden. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Ich bin aber inzwischen mit ihm warm geworden. Und ohne ihn jetzt zu kennen, außer durch einen Bildschirm, mag ich ihn inzwischen eigentlich ganz gerne. Hin und wieder muss ich mal ein bisschen was von ihm überspringen. Ja, das werden wir auch in diesem Kommentar tun. Dinge, die Hugo tut, die meiner Meinung nach besser im Schatten der Nacht verschwinden sollten und nicht weitere Aufmerksamkeit bedürfen, werde ich hier einfach überhaupt nicht thematisieren. So gar nicht. Ja? Also da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Das gilt auch für alle anderen Situationen, wo ich der Meinung bin, also das hätte jetzt wirklich nicht gefilmt werden müssen. Zum Beispiel Waschroutinen kann man drüber reden, muss man aber nicht. Beziehungsweise dazu ein kleiner Kommentar vorweg. Für meine sämtlichen weiteren Äußerungen zur Staffel: sich sauber zu halten ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr hilfreich. So, das ist eine gute Idee. So, wie weit man das jetzt unbedingt thematisieren muss und das ein wesentliches Thema ist, was möglichst bei jeder Ecke und Kante angesprochen werden muss und im Schnitt auch umfänglich reingeschnitten gehört, das wage ich zu bezweifeln. Ja? Und das ist alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Medizinisches ist was anderes. Ja? So, das war im Wesentlichen das Anti-Hate-Statement. Kann ich zumindest bei dem Level, den es gerade erreicht hat, nicht mehr nachvollziehen. Ich mache auch mal eine spöttische Bemerkung und das tun viele von uns. Aber wenn man jetzt doch sieht, welche Ausmaße das inzwischen annimmt, dann muss doch irgendwann auch mal wieder gut sein, meiner Meinung nach. Und da sollte man dann auch so sensibel sein, dass man es dann mit spöttischen Bemerkungen auch sein lässt und wirklich mit einer gewissen Sensibilität an das Thema herangeht. Ja, weil niemand hat es verdient, da zur Schnecke gemacht zu werden, weil sie für uns für Unterhaltung sorgen wollten oder es getan haben, je nachdem, wie man das persönlich einschätzt. Aber niemand ist da hingegangen, um Böses zu tun oder um andere Leute zur Schnecke zu machen oder um Shitstorms im Internet auszulösen. Für eine gewisse Reichweite sicherlich, natürlich, ja, ein Anreiz muss es ja geben, sich das anzutun und das ist auch nicht verwerflich. Also ganz ehrlich, wo ist da das Problem? Das verstehe ich nicht ganz. Gut, also wie gesagt, das war die Anti-Hate-Rede, die war jetzt länger als geplant, aber die ist auch, glaube ich, ziemlich wichtig und ich muss mich dann hoffentlich im weiteren Verlauf nicht nochmal wiederholen. So, das Szenario Flugzeugabsturz. Das finde ich großartig, richtig, richtig toll, dass die da auch wirklich ein Flugzeug haben abstürzen lassen. Es gibt die entsprechende Behind-the-Scenes-Folge schon offiziell anzugucken, ist also auch kein Spoiler. Die haben das wirklich mit dem Lastenhubschrauber dahin geflogen und dann vom Haken des Lastenhubschraubers, der fernauslösbar gewesen ist, mehrfach abstürzen lassen, bis es kaputt genug war, dass es ihren Anforderungen entsprechend entsprochen hat. Ist eine lustige Sache, kann man sich durchaus mal angucken. Ich habe da jedenfalls sehr viel grinsen müssen beim Versuch, das Flugzeug entsprechend kaputt zu kriegen. Sie haben halt mit wenig Höhe angefangen. Oh, das war ja langweilig. Es ist ja gar nichts passiert. Das machen wir jetzt gleich nochmal mit mehr Höhe. Also durchaus wirklich für meine Verhältnisse gute Unterhaltung, der Versuch, das Flugzeug da kaputt hinzubekommen. So, jetzt liegt da also ein kaputtes Flugzeug. Für diejenigen, die das gar nicht gucken wollen oder nicht geguckt haben, um das Flugzeug verteilt liegen weitere Bauteile des Flugzeugs, die man vorher rausgenommen hat und separat transportiert oder hinterher rausgenommen und separat transportiert. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls liegen ein paar Bauteile des Flugzeugs um das Flugzeug verstreut. Zum Beispiel die beiden Motoren, die normalerweise unter den Flügeln hängen, wenn ich das richtig interpretiere. Oder irgendwas hing zumindest mal irgendwann unter den Flügeln, glaube ich. Oder hing das woanders? Ich habe keinen Schimmer. Ich bin Waldökologe und kein Flugzeugmechaniker. Und ich habe von Flugzeugen wirklich keine Ahnung. Flugzeuge sind irgendwo schon spannend. Und wenn ich mal fliege,
trotz Höhenangst finde ich das jedes Mal total aufregend und spannend, also positiv spannend. Mit so kleinen Dingern bin ich nicht mehr geflogen, seit ich denken kann. Also sicherlich ein interessantes Thema, aber ich habe keine Ahnung von Flugzeugen. Ja? Das will ich an dieser Stelle anmerken. Jedenfalls, das Ding ist ordentlich kaputt. Und das hatte mal eine Kabine, die man zumachen konnte. Jetzt hat es eine Kabine mit mindestens 3 Löchern, die man so, also zunächst mal nicht offensichtlich zumachen kann. Man kann diese Löcher potenziell sicherlich irgendwie verstopfen. Auch das dürfte einleuchtend sein, dass das irgendwie theoretisch möglich ist. Inwiefern das vielleicht noch gemacht wird oder auch nicht, das sehen wir dann ja, beziehungsweise haben wir ein Stück weit natürlich auch schon gesehen. Aber das Szenario finde ich schön. Ich finde auch schön, welche Ausrüstung die in das Flugzeug reingepackt haben. Also ein Stück weit, wenn du da jetzt nur Sachen reinpackst, die in so einem kleinen Flieger typischerweise drin sind, dann wäre es zu wenig Ausrüstung. Wenn du da jetzt alles reinpackst, dann wäre es wieder zu viel Ausrüstung. Daher finde ich das Maß an Zeug, was sie da in dieses Flugzeug gepackt haben, auch wenn da noch nicht alles gefunden worden ist, das gibt es auch in mindestens spätestens Folge 2, den Hinweis, sie haben noch nicht alle Gegenstände aus dem Flugzeug entdeckt. Aber finde ich cool, muss ich wirklich sagen. Ich finde auch schön, dass die Sachen teilweise ein bisschen versteckelt sind im Flugzeug, dass man da auch eine Weile suchen muss. Das gefällt mir alles sehr gut. So, bevor wir jetzt zum eigentlichen Ablauf der Veranstaltung kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu den Klamotten. Das ist vielleicht so das eine, wo man bei der Organisation bisher sagen kann, die Organisation TM, dass das vielleicht ein bisschen suboptimal gewesen ist, weil es gab wohl, sagen zumindest einige Teilnehmer, etwas widersprüchliche Aussagen, was man denn jetzt an Klamotten mitnehmen darf, wie viel man denn an Klamotten mitnehmen darf und wie wichtig das ist, dass die dem jeweiligen Farbcode entsprechen, beziehungsweise einige Kandidaten haben diesen Farbcode halt einfach ignoriert. Mehr oder völlig offensichtlich, ja? Je nachdem. Theoretisch hätte jeder Teilnehmer einen Farbcode gehabt, in dem er seine Klamotten wählen soll. Das ist mitunter allerdings ziemlich schwierig, wenn du gescheite Klamotten haben möchtest. Deswegen ist es halt, wie gesagt, hier und da nicht gelungen bzw. ignoriert worden. Dass die Kandidaten teilweise sehr unterschiedlich warm angezogen sind, ist ein Stück weit selbstverständlich irgendwo deren Vorerfahrung geschuldet. Deren Wissen, was gute Klamotten für kalte Temperaturen sind, oder halt eben deren Unwissen, was da in Frage kommt. Ein viel zum Aussprache kommendes Beispiel ist die H&M-Leggings, Sportleggings von Sandra, die jetzt wahrscheinlich keine geeignete Hose für diese Temperaturen darstellt. Zum Beispiel wiederum ein Joey, da mit einer, soweit ich das beurteilen kann, ist das jetzt Regen? Ach nee, oder? Ein Joey mit da einer Plus-Minus-Expeditionsjacke unterwegs ist. Also wirklich so einem richtig warmen Ding, das man potenziell auch für den Südpol, also sicherlich nicht wirklich für den Südpol, aber theoretisch auch wirklich für Arktisaufenthalte verwenden könnte, mit entsprechender Sturmhaube, mit entsprechender, das ist eine gute Idee, das ist absolut eine gute Idee. Also meiner Meinung nach, soweit ich das jetzt schon beurteilen kann, vielleicht ergibt sich da später nochmal irgendwas, dass eine bestimmte Klamotte besonders nützlich gewesen wäre, ist der Joey Kelly da mit Abstand am besten angezogen und die Selfie-Sandra mit Abstand am schlechtesten angezogen. Alle anderen da so irgendwo in der Mitte einzuordnen, ne? Also mehr oder weniger. Ich hoffe, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Schauer. Ja, ein paar Takte erzähle ich auf jeden Fall noch. Gut, darum, weil die eben nicht genau wussten, was die jetzt mitnehmen dürfen und was nicht und ihnen dann auch kurz vor der Aussetzung dann teilweise noch Klamotten abgenommen worden sind und sie ursprünglich vorhatten, sich jetzt ganz, 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 ganz dick einzupacken, dann aber doch ein Veto kam, dass 27 T-Shirts jetzt echt ein bisschen zu viel wäre. Ich weiß nicht mehr, was da genau gesagt worden ist, ich weiß nur, dass es da Vetos gab. Und dadurch ergibt sich jetzt halt die Klamottensituation, wie sie ist. Das wäre vielleicht so der Kritikpunkt an der Organisation, dass man den Teilnehmern noch ein bisschen mehr Info zur Auswahl der Klamotten hätte geben können oder die Auswahl der Klamotten etwas konkretisieren können, dass es wirklich die und die Regel gibt und die ist einzuhalten und am Ende gilt sie dann nicht mehr und dann gilt sie doch wieder und dann ist es irgendwie alles ganz anders. Also da, wie gesagt, mehr Kommunikation, das ist generell so. Wenn man dieser Staffel bisher eine Überschrift geben sollen, würden, können, müsste, dann würde ich mich der relativ häufig aufkommenden Meinung, dass die Überschrift mehr Kommunikation lauten dürfte, durchaus anschließen wollen. Ja? Also das ist schon sicherlich ein Punkt. Insgesamt hätte da etwas mehr Kommunikation stattfinden dürfen. Deswegen ist nicht alles scheiße. Ja, ich habe Spaß. Ich habe wirklich Spaß. Ich gucke das total gerne.
Aber ja, diesen Kritikpunkt, den lassen wir mal gelten. Ne? So, jetzt sind die da angekommen, aus dem Heli ausgestiegen, stürzen sich alle aus Flugzeug. Ist das sinnvoll? Definitiv, weil die haben ja erstmal nichts außer das Flugzeug. Ja, also es ist relativ einleuchtend, dass die Idee bzw. das Setting dieser Staffel darin besteht, dass sie ein Flugzeug mit ein bisschen Zeug drin haben und dann per Audiokassette hin und wieder mal sogenannte Funksprüche zu erhalten sind, wie man an weitere Gepäckstücke rankommt, die aus dem Flugzeug rausgeflogen sind während des Absturzes oder was auch immer da der genaue gedachte Hintergrund davon sein soll. Das könnte ich mir aber so vorstellen und irgendwo in der Landschaft verteilt liegen, in denen dann halt wohlmöglich noch nützliche Gegenstände drin sind. Ne? Das wissen wir ja auch schon in Folge 2, dass da der sogenannte Frauenkoffer schon gefunden worden ist. So, daher halte ich es für grundsätzlich sinnvoll, weil man ja noch wirklich keinen Schimmer hat, was man an Ausrüstung hat, erstmal dieses Flugzeug zu looten. Da zu diesem Zeitpunkt jetzt die große Aufbruchstimmung herrscht und alle jetzt angespannt sind und es jetzt losgeht und so weiter und so fort, finde ich es auch menschlich völlig nachvollziehbar, auch wenn es vielleicht theoretisch von der Organisation her besser gewesen wäre, nur ein paar Leute am Flugzeug suchen zu lassen und die anderen bereits andere Aufgaben übernehmen zu lassen, kann ich es menschlich doch sehr nachvollziehen, dass ich da erstmal auf das Flugzeug gestürzt wird. Wir dürfen in diesem Kontext eine Sache nicht vergessen. Wir haben es hier mit einer Gruppe von Influencern, mehr oder weniger Influencern zu tun. Und die müssen und haben das im Laufe ihrer Karriere auch so verinnerlicht, Content produzieren. Sie sind selbstverständlich auch dazu angehalten, das ist auch der Deal mit der ganzen Organisation von Seven vs. Wild, dass die da Content produzieren sollen. Das bedeutet, da ist ein gewisser Pfeffer dahinter, da ist ein gewisses Bedürfnis dahinter, auch die eigenen Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Da muss viel mit der Kamera auf Zeug drauf gehalten werden. Und das kann ich aus eigener Erfahrung absolut bestätigen, Filmen kostet Zeit. Wenn du Dinge tust, einfach so, dass du sie so tust, wie du sie halt tust und dir da keine Gedanken zu machst, außer dass die Dinge gut getan werden müssen, dann hast du eine andere Herangehensweise, als wenn du das tust und das Ganze noch filmen musst. Das kostet einfach Energie, das kostet Zeit, das ist aufwendig. Man darf da also jetzt nicht von ausgehen, dass die komplett dasselbe machen können, wie was sie machen könnten, wenn sie jetzt nicht dabei eben noch filmen müssten und sich in einer echten Notsituation wahrscheinlich vielleicht auch nochmal anders verhalten würden. Da wäre nämlich, wenn das jetzt ein echter Flugzeugabsturz wäre, erstmal mit Verletzten zu rechnen, mit Toten zu rechnen, und mit Traumatisierten zu rechnen und die Chance, dass man da 1 bis 3 Survival-Experten, wir werden noch sehen, wer am Ende den Titel meiner Meinung nach noch behalten darf, dass die da verfügbar sind, ist halt normalerweise auch nicht der Fall. So, und jetzt ist das Nächste, es gibt ja keinen designierten Leiter dieser Gruppe. Ja, das ist ja auch unter anderem genau der Konfliktpunkt, der sich dann so ein bisschen herausarbeitet, dass hier niemand eine standardisierte Befehlsgewalt hat. Im Militär wäre es so, einer hat das Sagen und alle anderen haben gefälligst nach dem seiner Pfeife zu tanzen. Da wird nicht diskutiert und da kannst du vielleicht einen Vorschlag machen, aber wenn der dann abgeschmettert wird, dann ist das so. Ja, und das ist teilweise eben absolut die richtige Herangehensweise. Mindestens fürs Militär hat sich das weltweit bewährt und ist so, seit es die römische Legion gibt. Also spätestens seit da, wahrscheinlich noch länger. Und wie gesagt, da gibt es gute Gründe für und nachvollziehbare Gründe, dass man dann halt einfach im Eifer des Gefechts jetzt nicht anfängt, basisdemokratische Lösungen zu suchen. So. Dann ist es natürlich auch so, und jetzt bin ich überhaupt kein Experte für Gruppendynamik, Psychologie oder Ähnliches, aber wenn sich herausstellt, dass in einer Gruppe jemand das Sagen hat, beziehungsweise dass in einer Gruppe die Leute unterschiedlich viel darüber wissen, was jetzt in der nächsten Zeit wichtig ist. Ja, wenn du einkaufen gehst, wäre es schön, wenn du jemanden dabei hast, der sich mit dem Aufbau von Supermärkten, Preisgestaltung verschiedener Produkte und sowas in die Richtung auskennt. Ja, wenn du das nicht hast, kaufst du halt dummes Zeug, was du eigentlich nicht gebraucht hast. Vielleicht. Ja, vielleicht spielt es auch keine Rolle, schwer zu sagen. Ist nur jetzt einfach mal so ein fiktives Beispiel, das mir gerade spontan einfällt. So, aber wenn du tatsächlich in einer Notsituation bist, sei das ein Unfall auf der Autobahn, so, und dann kommt die Feuerwehr vorbei,
dann bist du ein Idiot, wenn du hauptberuflich, keine Ahnung was bist, Systeminformatiker von mir aus. Ja, toller Beruf bestimmt, absolut. Ja, will ich gar nicht sagen, dass das was irgendwie schlecht wäre, gar nicht. So, aber jetzt kommt da ein Feuerwehrmann vorbei, wohlmöglich noch Berufsfeuerwehr. Wenn nicht, hat er auch Ahnung. So, und der hat sich lange darauf spezialisiert, in dieser Situation zu wissen, was zu tun ist. So, und wenn du jetzt sagst, nein, ich weiß das besser, ich bin Systemadministrator oder wie habe ich es gerade genannt, ist auch egal. Ich weiß besser, was hier zu tun ist als die Feuerwehr, dann bist du ein Idiot, meiner Meinung nach. Das ist wirklich ganz klar. Ich habe Abneigung gegen Menschen, auch wenn ich das mal tun sollte, habe ich auch Abneigung gegen mich, hoffe ich, die offensichtliches Fachpersonal nicht als solches erkennen und die in einer Welt leben, wo sie der Meinung sind, alles besser zu können als offensichtliches Fachpersonal. Da geht mir der Hut hoch. Ja? So. Und wenn du jemanden hast, der Berufs-Survivalist ist, dann ist es zumindest, man kann im Detail dann selbstverständlich noch diskutieren. Ja? Aber wenn man eine Julia ist oder eine Sandra ist oder auch ein Uwe oder ein Hugo ist, ja, dann wäre es einfach blöd, nicht auf den Joe zu hören im ersten Moment. Die kennen sie noch nicht gut. Ja? Sie wissen nur, der Kerl ist wohl irgendwie hauptberuflich Survival-Fuzzi. Und das wäre einfach doof, wenn die im ersten Moment sich nicht ein bisschen am Joe orientieren würden. Ne? Also wenn ich irgendwo hingehe, wo ich keine Ahnung habe, außerhalb des Waldes, dann und da steht irgendwer, der von diesem Ort offensichtlich Ahnung hat, dann bitte ich da um Hilfe, sodass dann möglich ist und diese Person so aussieht, als würde mir sie helfen wollen. Und wenn die mir dann einen Rat gibt, der ihr Fachgebiet betrifft, dann bin ich kein so ein Trottel, dass ich auf diesen Rat nicht hören würde, weil ich von dem Fachgebiet keine Ahnung habe. So, und daher großen Respekt vor den Nicht-Fachteilnehmern, nennen wir sie jetzt mal, dass die in der Lage sind zu begreifen, dass es eine gute Idee, dass sie wenig Ahnung oder keine Ahnung haben, je nach persönlicher Einschätzung, ja, wenig bis keine ist sicherlich irgendwo realistisch, und dann eben erstmal beschließen, halt eben auf den Typ, der zumindest von seinem Lebenslauf her vermutlich hier Ahnung haben wird und seltsames Zeug labert, das keiner versteht, weil es Fachchinesisch ist und sie alle keine Biologen sind. Ne? Herzliche Grüße an dieser Stelle, Joe, du weißt, was ich meine. Ich kenne das Phänomen übrigens. Ja, und trotzdem versuchen sie sich so ein bisschen am Joe zu orientieren und das finde ich in dieser Situation einfach richtig. Ja? Wären sie in keine Ahnung, einer Disco gelandet, würden sie sich vielleicht am DJ orientieren, was weiß ich. Keine Ahnung, in einer Großküche und der Küchenchef sagt ihnen, was sie zu tun haben, dann wären sie schön bescheuert, wenn sie das dann nicht machen würden. Oder alternativ in einer kleinen Küche, eine kochende Gemeinschaft und du hast jemanden da, der offensichtlich Koch ist und der gibt dir Tipps, wie du jetzt das Essen am besten schnibbelst, dann mache ich das so. Oder versuch das zumindest so hinzubekommen. Ob ich das dann kann, ist eine andere Frage. Ja, aber ich versuche wirklich mein Möglichstes, mich beim erfahrenen Koch, zum Beispiel meiner Frau, die zwar keine ausgebildete Köchin, aber wenigstens hat sie Erfahrung im Gegensatz zu mir, zu orientieren und hol mir da Ratschläge und höre auf das, was in diesem Bereich erfahrenere Leute sozusagen haben. Ja? Ich diagnostiziere mich auch nicht selber, sondern gehe zum Arzt und wenn der Arzt sagt, dass so und so und so ist das, dann ist es einfach blöd, jetzt zu meinen, ich habe mal den Wikipedia-Artikel zu Karzinomen gelesen und jetzt bin ich Experte für Krebsforschung und weiß das jetzt besser. Ich meine, man kann das machen, aber dann schlägt zumindest im Fall von Krebs irgendwann die natürliche Selektion zu. Dann vielleicht auch nicht so schlimm. Ja? Böse, ich weiß. Ja? Aber es ist ja nur an eine fiktive Person gerichtet und macht jetzt niemanden persönlich runter oder angreifbar. Ja? Also solche bösen Bemerkungen werdet ihr von mir immer zu hören bekommen. Das eine ist eine allgemein böse Bemerkung zu einer bestimmten Personenmehrheit, wo man sich nicht wirklich angesprochen fühlen muss. Das andere ist wirklich eine konkrete, existierende Person persönlich anzugreifen. Das gehört sich nur in den seltensten Fällen zumindest. Ja? So, also ich kann das verstehen, dass das so abläuft, wie das abläuft. Wie jetzt genau da vorher eine Absprache stattgefunden hat, das wissen wir einfach nicht, weil uns dazu Bildmaterial fehlt. Da kann man auf den einen hören, auf den anderen hören, auf alle hören. Teilweise gibt es Statements, teilweise gibt es keine Statements. Daher möchte ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal für das weitere Vorgehen immer darauf hinweisen, ich orientiere mich an dem, was zu sehen ist. Ja?
Ich gucke Statements, sowohl das meiste Zeug vom Stefan, quasi alles vom Joe, glaube ich zumindest. Gerne auch vieles von den anderen, aber ich habe halt auch nur begrenzt Zeit und werde nicht jedes Statement und jede Reaction, insbesondere nicht, wenn die Reaction aus dem vollständigen Anschauen der Folge besteht, da kann ich mir nicht mehr, also ich kann mir so eine Folge nicht mehr als 2-3 Mal angucken. Dann ist dann irgendwann wirklich Schluss. Am Anfang geht das vielleicht noch ein paar Mal häufiger, weil da halt sehr viele interessante Einschätzungen gerade am Anfang interessant sind. Aber ja, irgendwann ist da Ende. Ne? Also das heißt, wir orientieren sie uns primär an der Hauptfolge und dem, was da zu sehen ist. Wenn ganz wesentliche Informationen mir bekannt sind aus irgendeiner Reaction und ich die für glaubwürdig erachte, dann erwähne ich die zusätzlich, versuche die dann aber auch als Bonusinfo von Teilnehmer XY so zu kennzeichnen. So, also. Die Situation am Flugzeug, gab es da eine Absprache, gab es da keine? Stefan war ja gleich weg. Fakt. Ja? Dass Stefan gleich weg war, ist eine Tatsache. Das sehen wir aus dem Bildmaterial. Das wird auch durch die Texteinblendung angedeutet und so weiter. In der Zeit, in der Stefan weg war, hat man wahrscheinlich, das sehen wir nicht, aber das wird von Teilnehmern, verschiedenen Teilnehmern so angedeutet, auch mal ein bisschen miteinander gesprochen, dass man jetzt erstmal das Flugzeug looten möchte. Und dann gibt es ja auch Ausschnitte von Joe, der eben darauf hinweist, dass es jetzt sinnvoll wäre, hier eben erstens, wie hart die Situation ist, das würde ich auch so einschätzen. Bei den Temperaturen ohne nennenswert, zu dem Zeitpunkt ohne nennenswertes Isolationsmaterial, dürfte das eine sehr, sehr, sehr unangenehme Nacht werden, zu diesem Zeitpunkt. Ja, dass die später noch Schlafsäcke finden, wissen wir ja alle. Aber da hat schon ein gewisses Maß an Kommunikation stattgefunden. Dass Stefan in diese Kommunikation gar nicht integriert sein kann, weil er nicht da ist, das ist ja auch offensichtlich. Was vorher am Flughafen besprochen wurde, das ist nämlich auch so ein Streitpunkt zwischen Stefan und Joe, dass da gibt es Absprachen, da gab es wohl ein bisschen Absprachen, bisschen bis viel, je nachdem, wen man fragt, das können wir einfach nicht beurteilen letzten Endes. Ja, da haben wir als Außenstehender nicht die vollumfängliche Möglichkeit, mit Sicherheit sagen zu können, was da besprochen worden ist und was nicht. So, das heißt, wir klären jetzt mal die Prioritäten. Das wäre jetzt auch so die übliche Vorgehensweise, wenn du in eine Survival-Situation hineingeworfen wirst. Dann gibt es eben so ziemlich fast jedes halbwegs brauchbare Survival-Buch, das dich erstmal darauf hinweist, dass du zum Beispiel die Stopp-Methode anwenden sollst. Stopp, Sit, Think, Opportunities durchgehen, da gibt es verschiedene Interpretationen, was dieses Stopp eigentlich bedeuten soll oder eben erkunden, mir fällt das englische Wort immer noch nicht ein und am Ende Plan, ja, das P. So, und wie lange das dauern soll, ist halt nicht genau definiert. Wenn du ein Profi bist, hast du das sehr schnell durchgegangen, ja, dann vielleicht hast du dich auch gar nicht gesetzt, sondern einfach nur hingestellt. Stand würde auch funktionieren für S, ne? Und bist das kurz durchgegangen. So, und jetzt sind die üblichen Prioritäten, die man standardmäßig, ja, jeder, der Survival betreibt, lernt als allererstes mal diese Reihenfolge. Auch ich als Hobby-Survivalist habe das soweit verinnerlicht, hoffe ich. Ich war selten in einer Situation, wo ich das hundertprozentig gebraucht habe, aber ich hoffe, das soweit verinnerlicht zu haben, dass du erstmal guckst, was bringt dich denn zuerst um? So, was ist hier jetzt das Wichtigste? Was musst du zuerst machen? Und dann machst du alles der Reihe nach. Wenn du eine Gruppe hast, die du vollumfänglich Befehle erteilen könntest, dann könntest du theoretisch auch sofort anfangen, eine Gruppe einzuteilen. Wenn das allerdings letzten Endes auf Basisdemokratie basiert und man solche Sachen noch nicht lange kennt und man erstmal die Situation sondieren muss, dann würde ich auf keinen Fall als erstes mal anfangen, die Gruppe irgendwie rumzukommandieren, sondern allenfalls Vorschläge machen. Wenn diese Vorschläge dann angenommen werden, weil halt eben einzelne Teammitglieder des Teams mehr Erfahrung haben als andere, dann ist das gut und wie gesagt richtig aus Sicht der Unerfahrenen, dass die dann auf jemanden hören, der Erfahrung hat. Das alles andere wäre meiner Meinung nach völlig dämlich. Ja? Und das läuft darauf hinaus, dass dann, das haben wir ja alle gesehen, die Gruppe beschließt, jetzt erstmal hier am Flugzeug zu versuchen, das einigermaßen auszubauen, auszuplündern,
dann auszubauen und sich auf eine sehr kalte Nacht vorzubereiten, versuchen Feuer zu machen, um irgendwas zu haben, um durch diese kalte Nacht zu kommen, weil sie zu diesem Zeitpunkt ja noch nichts haben. Sie haben zu diesem Zeitpunkt auch noch keine wirkliche Methode zum Feuer machen, aber zumindest kann man dann schon mal drüber nachdenken, dass man wohl ein Feuer brauchen wird, weshalb ja auch relativ schnell Holz gesammelt wird, relativ schnell Gras gesammelt wird. Beides hätte man schneller machen können, aber wir haben es ja auch nicht mit einem Team von Profis zu tun, sondern eben mit mehrheitlich völlig Unwissenden, was, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm ist. Ja, das ist doch völlig in Ordnung und das macht es ja auch interessant. Und ich mochte das schon immer bei Seven vs. Wild, dass da eben erfahrenere und weniger erfahrene zusammengeschmissen werden. Ich habe es im Vorfeld für diese Staffel ja schon gesagt, dass ich mich sehr gefreut habe, dass hier diesmal auch sehr erfahrene reingeschmissen worden sind. So. Und jetzt heißt es also quasi nach Erfahrung des Erfahrensten, dass man vermutlich eine sehr kalte Nacht vor sich hat und jetzt gibt es eben die Möglichkeiten, die in diesem Moment zu treffen sind. Was bringt dich zuerst um? Die kalte Nacht. Wasser gibt's da. Ja, aus so einem großen Bach würde ich auch jederzeit trinken. Das ist sofort eingeschätzt, da muss man nicht lange überlegen, dass das potenziell relativ sicher sein sollte. Ja. Und damit hat sich das Wasserthema schon mal erledigt. Jetzt bleibt die Kälte und die Möglichkeit eines Wetterumsturzes. Das darf man auch niemals vergessen, weil aus der Erfahrung der Umstand, wie Leute überhaupt in Survival-Situationen kommen, beziehungsweise Umstände, mit denen man in noch schlimmere Survival-Situationen kommt, als man sowieso schon drin ist, die gilt es von vornherein immer mit einzubeziehen. Soll heißen, sollte sich das Wetter verschlechtern, egal wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist, ist es sinnvoll, dafür einen Notfallplan zu haben. Ja, und der Notfallplan besteht laut Joe und Joey darin, zu allerschlimmsten Fall das Flugzeug einfach umzudrehen, den noch intakten Boden des Flugzeugs dann als Decke zu verwenden und da irgendwie drunter zu kauern, nicht gemütlich, aber trocken, halbwegs zumindest, um zumindest auch die Schlafsäcke im Trockenen zu haben, damit die nicht durchweisen. Wer mal lange draußen unterwegs war, über viele Tage, weiß, mit das Schlimmste, was dir, abgesehen von Verletzungen oder sowas, passieren kann, ist ein nasser Schlafsack. Weil damit hast du quasi deine Möglichkeit, nachts über problemlos, gemütlich und warm zu schlafen, verloren. Also selbst mit voller Ausrüstung, Rucksack, Zelt etc., Kocher, Brennstoff genügend und so weiter, wenn der Schlafsack nass wird, dann kannst du entweder den am Feuer trocknen, was ein sehr langwieriger Prozess ist, woran dann viele Touren scheitern, weil man so viel Zeit, so viel Urlaub gar nicht hat, beispielsweise, bis das Ding wieder trocken ist. In vielen Fällen wird es das dann gewesen sein, dass du dann irgendwie deinen Urlaub umplanen musst, wenn du gar keine Möglichkeit hast, zu diesem Zeitpunkt ein Feuer zu machen. Oder der Schlafsack eine Trocknung am Feuer nicht zulässt, wenn man in so einer Situation dann beispielsweise einen Down-Schlafsack hat, der bringt das Risiko mit sich, dass der halt einfach nicht durchweichen darf, weil den kriegst du über dem Feuer nicht mehr trocken, jedenfalls nicht so, dass er vernünftig isoliert. Und das ist also wirklich ein richtig großes, reales Risiko, meine persönliche Hauptbefürchtung, die ich auf Touren so habe, dass mir der Schlafsack nass wird. Und im Survival-Szenario, wenn du einen Schlafsack hast, dann gilt das erst recht. Da gilt das noch viel mehr, weil der Schlafsack dann noch nützlicher ist, weil man ja sonst nichts irgendwie hat. Man hat ja kein Zelt-Alternativ, wo man so mit Klamotten drin pennen könnte, falls man das dann genügend Klamotten dabei hat und so weiter und so fort. Daher ist es wirklich ganz wichtig, den Killer-Event Regen in den ersten Stunden ausschließen zu können, beziehungsweise dafür gleich als allererstes mal eine Lösung parat zu haben. So, wenn man das ausgeschlossen hat, dann kommt als zweite Priorität die Grundkälte, die hier ja durchaus vorhanden ist. Sie ist aber auch nicht mörderisch. Ja, das muss man auch richtig einschätzen. Minus 5 erwartete Nachttemperatur ist unangenehm, ist kalt, kann dir die Laune gehörig zerbomben. Vielleicht kriegst du davon auch einen Schnupfen. Aber wenn dann Schlafsäcke da sind, wir wissen ja, die finden sie dann noch, dann wird das niemanden umbringen. Ja, und wenn da jemand wirklich droht, so richtig, richtig böse zu frieren, dann kann man ja immer noch Maßnahmen ergreifen. Und daher sehe ich da jetzt also nicht die zwingende Lebensgefahr. Die sehe ich in der Feuchtigkeit. Ja, wenn es anfängt zu regnen, dann ist Kacke. Ja, und da braucht man dann dringend ein Dach, und zwar ein schnelles und halbwegs zuverlässiges Dach. Nicht einfach nur in den Wald laufen, wenn der aus Notophagus besteht. Notophagus, also für die, die es noch nicht wissen, die ganzen Bäume, die wir da sehen, das ist alles Notophagus montana. Die sogenannte südliche Scheinbuche, nur Scheinbuche,
oder südliche Buche. Ist keine Fagazäe, nur wenn es eine Fagazäe, also ein richtiges Buchengewächs wäre, wäre es wirklich eine Buche. Sie ist lediglich eine buchenähnliche, nennt man das. Ja? Ökologisch bilden Notophagus-Wälder ähnliche Waldgebiete, wie wir sie von unserer Buche kennen. Drum heißt die auch Südbuche, weil ein Notophagus-Wald an einen deutschen Buchenwald bzw. mitteleuropäischen Buchenwald erinnert. Und diejenigen Wissenschaftler, die das Ding dann halt eben mal als Südbuche bzw. Notophagus benannt haben, das eben auch gesehen haben, diese Ähnlichkeit. Das hat sie einfach daran erinnert und deswegen heißt das Teil auch so. Ja? Wie das die Maori ursprünglich mal genannt haben, mit Sicherheit anders. Und das ist selbstverständlich auch völlig in Ordnung. Ja? Das Ding hat, um das mal kurz zu machen, brauchbare Brennholzeigenschaften, sehr, sehr brauchbare Brennholzeigenschaften, lässt sich relativ leicht bearbeiten mit beliebigem Werkzeug, bricht auch recht leicht, wie wir auch schon in Folge 1 und 2 sehen können. Das liegt daran, dass es nicht sehr elastisch ist und damit durch eine okaye Härte relativ spröde. Ja, das macht die Bearbeitung auch recht leicht, ist auch ein gutes Holz zum Schnitzen, ein gutes Holz für die Herstellung von schönen Kunstmöbeln, nenne ich es jetzt mal, also wirklich Designkrempel und so weiter, hat allerdings keine besonders herausragenden Trageigenschaften, also einen riesigen Balken, der über lange Distanzen großes Gewicht hält. Das kann man daraus dann eben wieder nicht herstellen. Ne? Aber ist durchaus ein brauchbares Holz durch die Brüchigkeit, gerade auch im nasseren Zustand, wenn es trocken ist, wird es stabiler, ist es nur suboptimal, man kann das machen, aber es ist halt nur suboptimal, zum Beispiel zum Bau von irgendwelchen größeren Sheltern. Das sind einfach die Holzeigenschaften, die sind so in der Literatur nachzulesen und das ist Fakt. So, jedenfalls, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, Priorität, jetzt erstmal durch die Nacht kommen, Wärmeerhalt. Das nächste Problem ist wirklich, irgendeine Möglichkeit zu finden, durch die Nacht zu kommen. Denn, was wir ja auch wissen, die Nacht stand schon in den Startlöchern. Die hatten da nicht viel Zeit und mussten halt möglichst schnell eine Möglichkeit haben, um durch die Nacht zu kommen. So, und jetzt ist die Frage, muss man da erstmal die Umgebung erkunden? So, man kann die Umgebung erkunden. Und je nach Survival-Szenario ist es auch sinnvoll, da können die Prioritäten ja auch andere sein, hier nicht. Aber woanders wäre die Priorität erkunden halt sehr, sehr wichtig gewesen, wenn man zum Beispiel aus dem Militär-Survival-Sektor kommt. Der ist ja dafür ausgelegt, dass da ja irgendwo möglicherweise eine Gefahr durch andere Menschen droht. Soldaten sind bekanntermaßen dafür da, dass sie andere Soldaten möglicherweise bekämpfen. So, und dann wäre Erkunden äußerst wichtig, weil sich irgendwo im Hang ein feindlicher kleiner Vorposten verstecken könnte, da irgendwo ein Sniper rumliegt oder was auch immer, da im militärischen Kontext Mine, was weiß ich, für böse Sachen, Tretfallen möglich wären. Hier haben wir ja aber keinen militärischen Kontext. Das heißt, so nicht das Spiel leicht findbare Koffer in der näheren Umgebung versteckt hat, die offensichtlich findbar sind. Ja? Der erste war es sicherlich nicht. So da oben in dem Baum, da kommt man per Zufall nur sehr, sehr unwahrscheinlich dran vorbei. Ja? Und man das eben zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ist es jetzt keine gute Idee, einfach erkunden zu gehen in der vagen Hoffnung, dass da vielleicht diese Koffer, die da in der Umgebung versteckt sind, super easy peasy zu finden sind. Ja, weil das ist ja nur eine vage Hoffnung, das kann man ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Klar hat man Personal übrig. Es müssen nicht alle 7 das Flugzeug zerlegen, das ist korrekt. Es wäre möglich gewesen, dass sobald man ein bisschen was vom Flugzeug zerlegt hat, 3 Leute am Flugzeug weiterschaffen und die anderen bereits Gras als Bodenisolation. Ne? Das sehen wir ja auch, dass das sehr beliebt ist. Das ist auch das Einzige, was es da jetzt erstmal gibt. Abgesehen von Flugzeugteilen, Flugzeugpolstern etc. pp. Ist Gras tatsächlich die einzige Bodenisolation, die da sinnvoll erstmal verfügbar ist. Verschiedene Höhe, verschiedene Gräser, aber es sind erstmal wirklich nur Gräser. So, Blätter von Notophagus, das sehen wir möglicherweise, wird das in Folge 2 schon thematisiert.
Wenn nicht, habe ich jetzt gerade aus Versehen gespoilert, dass logischerweise auch Blätter von Notophagus als mögliches Isolationsmaterial in Frage kommen. Das hätte ich euch aber jetzt auch, wenn ich die nächsten Folgen nicht schon gesehen hätte, jetzt auch so sagen können. Selbstverständlich kommen die in Frage. Es ist immer sämtliche verfügbare Vegetation als mögliches Isolationsmaterial in Frage zu ziehen. So, also das wäre so die Möglichkeiten. Entweder schon mal mit Notophagusblättern versuchen oder halt eben mit diesen Grasbüscheln. So scheiße die sind halt das, was verfügbar ist. Mehr gibt es da erstmal nicht. So, wäre man jetzt erkunden gegangen, hätte man dann vielleicht eine Fläche mit großartigem Bodenisolationsmaterial finden können. Wenn du keine Ahnung hast, was es in dieser Umgebung so gibt, dann mag das eine Option sein. Ja? Wenn du hingegen zufällig Naturwissenschaftler, angewandter Naturwissenschaftler in irgendeinem Teilbereich der Ökologie beispielsweise tätig bist, dann wirst du diese Landschaft korrekt einschätzen können, dass es das dann nicht geben kann. Ich habe es schon mal woanders erzählt, ich sage es hier gerade nochmal, in Schiefer gibt es keine Höhlen, das gibt es einfach nicht. Man kann also keine schön wettergeschützte Höhle finden, wie das beispielsweise in Staffel 1 für Fabio oder Fritz der Fall gewesen ist. Gibt es da nicht. Punkt. Ja, das kann da nicht entstehen. Das weiß man, wenn man sich eben ein bisschen mit Gesteinen und deren Geomorphologie auskennt. Und das nächste, Wasser, haben sie schon. Ja, sonst müssten sie Wasser auch suchen. Hätten sie nicht am Anfang gleich Wasser, wäre es wichtig gewesen, noch als eine der ersten Maßnahmen Wasser zu finden oder irgendeine Möglichkeit der Wasserversorgung zu finden. Das fällt aber weg, weil ist ja schon verfügbar. So, Nahrung brauchen wir jetzt nicht. Ist jetzt erstmal egal. Jetzt ist erstmal wichtig, sämtliche Arbeitskraft in Nacht 1 überstehen reinzubringen. Insbesondere, wenn die Gruppe, und das hat sich zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach schon relativ gut rauskristallisiert, aufeinander aufpassen möchte und die Gruppe nicht in Konkurrenz tritt, so nach dem Motto, wenn die ersten raus sind, habe ich mehr Ausrüstung für mich, sondern dass die wirklich versuchen, jeden durchzukriegen. Das hat sich ja sehr schnell rauskristallisiert. Und wenn das erklärte Ziel ist, dann müssen alle zusammenarbeiten, um jetzt erstmal Nacht 1 zu überstehen. Das wird dann auch irgendwo mal besprochen, dann nicken alle, wirklich alle, inklusive Stefan. Ja? Und das ist wohl dann wirklich Konsens, dass jetzt erstmal Nacht 1 überstanden werden muss. Dass Stefan ja bekanntermaßen vom Umgebung erkunden zurückkehrt und den Wald für eine bessere Location hält, dazu habe ich eben ein ganzes Video gemacht, deswegen möchte ich hier aus Zeitgründen nicht auch nochmal drauf eingehen, sonst eskaliert das wirklich total. Das wären jetzt also momentan die Prioritäten. Alles andere, als jetzt die erste Nacht zu überstehen, hat Zweitrang. Ja? Das bedeutet, jetzt machst du wirklich immer erst Aufgabe 1. Das, was dich zuerst umbringt, muss zuerst behandelt werden. So, Möglichkeiten, durch die Nacht zu kommen, theoretisch, wären einmal mit Schlafsäcken einfach hinlegen. Wissen wir, das ist passiert. Ja, mit entsprechender Unterlage bauen, so gut das eben geht, und dann einfach hinlegen. Das kann man machen, weil man ja Schlafsäcke hat und mit einem kurzen Blick auf die Schlafsäcke feststellt, dass das zumindest möglich ist. Das ist nicht schön, aber das ist möglich. Ja, wenn man schon mal einen Schlafsack gekauft hat, wird man meistens gesehen haben, dass auf denen irgendein komischer Extremwert draufsteht. Dieser Extremwert, also minus 23, was weiß ich, minus 57, je nachdem, was das für ein Schlafsack ist. Dieser Extremwert bedeutet, bis dahin wirst du voraussichtlich nicht erfrieren. Du hast aber eine beschissene Nacht. Ja? Und man kann diesen Extremwert, das ist Kacke, ja? Und die sollen da ja auch keinen Urlaub machen, man kann diesen Extremwert durchaus mal ausnutzen. Und da hat auch ein Carinthia-Tropen-Schlafsack beispielsweise, zu den Schlafsäcken nachher noch mehr, durchaus vom Extremwert her die Option, den Schläfer halbwegs gesund und lebendig zu halten, auch bei deutlichen Minustemperaturen. Ja? Aber schön ist das nicht. Es geht aber. Es ist eine realistische Option, das so durchzuziehen mit entsprechender Leidensfähigkeit. Man kann mit Leidensfähigkeit sehr, 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 Joey Kelly, bestes Beispiel, der weiß nicht alles, der kann auch sicherlich nicht alles, aber was man ihm wirklich zugestehen muss, ist, dass der Typ aus extrem harten, ja, Iron Man Holz besteht und einfach außerordentlich leidensfähig ist. Und das kann sehr viel anderes wieder ausgleichen. Ja? Das ist eine sehr, sehr praktische Eigenschaft für solche Survival-Unterfangen. Also das darf man wirklich, der ist wirklich, wirklich, wirklich leidensfähig. Also das muss man ihm definitiv zugestehen. Ich fand ihn jetzt in Staffel 3 ehrlich gesagt ja nicht so furchtbar überzeugend, ja? Aber Ehre, wem Ehre gebührt, das habe ich nicht. So leidensfähig bin ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Da werde ich vorher der Meinung sein.
ohnehin, ich will da ja nicht mitmachen, weil ich nach Tag 3 feststelle, ich will eine Pizza und dann bin ich wieder zu Hause. Ja, aber nee, da kann ich hinten und vorne nicht mithalten. Von daher finde ich das durchaus beeindruckend. So, Möglichkeit 2, dass du bist in der Gefriertruhe eingesperrt, also eine große, so ein Gefrierraum, Gefrierkammer kann man es, glaube ich, nennen, von irgendeinem Restaurant und man hat dich eingesperrt und leider kommt erst am nächsten Morgen jemand, um da mal wieder reinzugucken, was da denn so los ist. So, jetzt hockst du da drin und hast keine entsprechende Klamotte, die dich da wirklich wärmen würde, hast erst recht keinen Schlafsack und hast vielleicht gar keine Ausrüstung. Da gab es dieses berühmte Beispiel von dem Mann, dem das mal passiert ist, der dann Kisten mit was auch immer, gefrorenem Fisch, keine Ahnung, von der einen Ecke des Raums in die andere Ecke des Raums gestapelt hat und das die ganze Nacht durch, um sich durch Bewegung warm zu halten. Und am nächsten Morgen wurde er gerettet, war fix und fertig, aber hat noch gelebt und hat keine bleibenden Schäden davon getragen. Aber bei minus, weiß ich nicht, 12, 13, keine Ahnung, das langt zum Sterben. Ne? Wenn du da nur mit normaler Alltagskleidung, gar noch nicht mal Winterklamotten, drin landest. Ja? Also das funktioniert auch in jedem beliebigen anderen Survival-Szenario. Solange der Körper noch genügend Energie hat, kann man sich durch Bewegung durch die Nacht bringen. Die Nacht ist dann scheiße, man schläft dann auch nicht oder höchstens mal für 10 Minuten im Power-Nap, rennt dann wieder 10 Minuten im Kreis, zum Beispiel, so man dann Licht hat, dass man sich beim Rennen nicht verletzt oder macht halt Hampelmänner oder Liegestützen oder was auch immer. Und danach pennt man wieder 10 Minuten in Delirium und dann muss man wieder, wenn es einem kalt wird, wieder laufen. Das ist scheiße. Ich hatte mal eine Nacht, wo ich das nicht im 10-Minuten-Takt machen musste, aber so stündlich musste ich aufstehen und mich bewegen, um halt eben wieder genügend Wärme aufzubauen. Hatte ich einmal, brauche ich nicht nochmal, war eine interessante Erfahrung, aber ist scheiße. Es ist schlicht und ergreifend echt scheiße. So, und Feuer. Feuer wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Feuer lässt sich natürlich mit den beiden anderen Dingen auch noch kombinieren. Da die Nacht mit den Schlafsäcken möglich zu sein scheint, das kann man ja einschätzen, wie gesagt, man sieht ja, was die Schlafsäcke können oder nicht können, ist die Notwendigkeit für Feuer nicht gegeben. Wäre Feuer schön? Ja, absolut. Ja, absolut. Würden manche Leute sich ein Bein ausreißen, um da Feuer hinzubekommen? Vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Aber notwendig? Nein. Das heißt, wenn man jetzt Feuer noch hätte haben wollen, sinnvoll, da man ja auch nur begrenzt Anzündmöglichkeiten, nämlich 2 Fackeln zu diesem Zeitpunkt hat, wovon bei der einen Fackel ich persönlich nicht weiß, ob so eine Rauchfackel überhaupt taugt, um damit ein Feuer anzumachen. Die Seenotrettungsfackel, oh ja, ja, das ist Instantfeuer, absolut. Ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert, das ist Instantfeuer, Punkt. Aber davon hat man ja nur eine. Man weiß nicht, was da noch so kommt. Und man könnte jetzt eben vermuten, da man ja die erste Nacht in den Schlafsäcken voraussichtlich überstehen wird, sollte es regnen, Flugzeug umschmeißen, alle rein, Schlafsäcke irgendwie so stapeln oder sich damit zudecken, dass das alles nicht so nass wird und so weiter, abwarten, bis der Regen vorbei ist und dann möglicherweise wieder nach draußen. Also wir haben sofort nebendran ein Shelter, falls es regnet, ist genug Regenprävention in einer Nacht, in der das sehr unwahrscheinlich ist. Sollte es passieren, kann man das Zeug retten, bevor es durchweicht. Sollte es nicht passieren, alles gut, ja? Beziehungsweise nicht gut, aber akzeptabel. So, und wie gesagt, Feuer, dafür hätte man noch erheblich mehr Holz rankarren müssen, weil wenn Feuer, dann hätte es ein Feuer sein müssen, das dann nicht mehr ausgeht, weil zu diesem Zeitpunkt hat man ja nur einmal eine Anzündmöglichkeit. Und da sollte man einfach sinnvollerweise davon ausgehen, dass man nicht weiß, ob da noch weitere Anzündmöglichkeiten dazukommen. Man weiß zu diesem Zeitpunkt zugegeben, Punkt für Stefan, auch noch nicht, ob Feuerbohren hier möglich ist. So wirklich wissen tut man es nicht, man kann das vielleicht einschätzen. Und möglicherweise kann man sehr, sehr gut einschätzen, aber zum Beispiel weiß ich nicht, wie gut man das vorher einschätzen kann, weil ich nicht genug Feuer bohren kann. Also wenn Joe zum Beispiel direkt wusste, dass man hier problemlos Feuer bohren könnte, wenn es dann unbedingt notwendig wäre. Falls er das ist nur rein fiktiv. Angenommen, Joe weiß sowas, kann das an dem Holz sofort erkennen und sieht dem an, ob das für Feuer bohren taugt oder nicht. Ja? Dann ist es natürlich was anderes, dann kann er das für seine Entscheidungsfindung, wenn er sich da absolut sicher ist und da sicher ist, dass er das mit hundertprozentiger Gewissheit einschätzen kann, weiß ich nicht, vielleicht kann er das, ja, habe ich ihn nicht gefragt, dann wäre das eine Option, davon auszugehen, dass das sicher ist, dass man hier Feuer bohren kann. Wenn man das nicht kann, dann sollte man lieber davon ausgehen, dass man hier nicht Feuer bohren kann. Und eben diese eine Feuerquelle wirklich auch nur dann nutzen, wenn es unbedingt notwendig und erforderlich ist. So,
Und das ist in der ersten Nacht meiner Einschätzung nach nicht zwingend der Fall, weil insbesondere hätte man Feuer angezündet, hätte man während der Nacht noch weiteres Feuerholz holen müssen. Ja, die haben Lampen, trotzdem ist im Lampenschein die Verwendung von Werkzeugen, das Rumstapfen im unebenen Untergrund, an einem Steilhang zum Beispiel, in dem Mini-Wäldchen, was sie da haben. So mini ist das übrigens auch gar nicht. Aber ja, das wäre mit einem gewissen Verletzungsrisiko verbunden. Ist das vertretbar? Wahrscheinlich schon. Das hätte man machen können. Ja? Also ich sehe jetzt keinen Grund, die Leute als Idioten darzustellen, die der Meinung sind, in der ersten Nacht hätte ein Feuer brennen müssen. Müssen ist falsch, aber schön wäre es gewesen und ja, es wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht möglich. Mit entsprechendem Arbeitsaufwand. So, jetzt haben alle Jetlag, jetzt sind alle fertig mit der Welt, jetzt wollen alle schlafen. Das ist die Sache der Gruppe vor Ort. Das ist für uns als Sofa- bzw. mit Sitzkissen auf Stein-Survivalisten ganz schwer einzuschätzen, wie da die Situation vor Ort für die Gruppe wirklich gewesen ist. Ob es aus dieser Situation heraus realistisch gewesen wäre, jetzt noch ein Feuer anzukriegen oder nicht. Tendenziell würde ich sagen, nein. Wer unbedingt wahnsinnig gute Argumente hat für ja, ist auch in Ordnung. Ja? Also beides ist denkbar. So viel an dieser Stelle. Ja? Was sie gemacht haben, wissen wir. So. Jetzt ist halt eben der Punkt. Jeder Schlafsack, das möchte ich nochmal betonen, hätte in dieser Nacht gereicht, um den Insassen eine scheiß Nacht, aber eben eine überlebbare Nacht, vermutlich auch ohne krank zu werden oder sonst wie, zu bereiten. Vielleicht mit einer Ausnahme, der Kinderschlafsack, aber dazu kommen wir dann nachher nochmal kurz. So, dann ist das Breaching-Tool viel diskutiert worden, das ist diese Axt, die sie im Flugzeug finden. Haben sie die sinnlos kaputt gemacht, um das Flugzeug zu zerlegen? Da möchte ich klar widersprechen, weil ohne diese Axt hätten sie das Flugzeug nicht so weit zerlegen können, um die Schlafsäcke überhaupt zu finden. Die waren ja nicht frei zugänglich, die waren im verschlossenen Heck, da war die Klappe zu und ohne Werkzeug wäre man da nicht rangekommen. Das heißt, das Flugzeug zumindest teilweise zu zerlegen mit dem Breaching-Tool, um eben an die Schlafsäcke ranzukommen, um dann auch alles rauszuholen, was eben im Heck möglicherweise noch drin liegt. Da hätte ja auch noch ein riesiges Tarp sein können oder sonst was. Meines Wissens war da auch irgendwo, glaube ich, noch die Rettungsinsel und die Fackel. Also ohne das Breaching-Tool zu verwenden, um das Flugzeug zu zerlegen, hätten sie ein deutlich geringeres Maß an Ausrüstung gehabt. Das Werkzeug also auf irgendeinen Moment zu sparen, an dem es dann vielleicht nützlich wäre, wenn das dann schärfer wäre, wäre in diesem Szenario wirklich falsch. Ne? Erstmal um das kümmern, was dich zuerst umbringt. Immer. Grundregel Nummer 1, kümmere dich erst um das. Wenn du dafür Ressourcen einsetzen musst, die du später vielleicht auch gerne noch hättest, dann setz sie jetzt ein, sonst überlebst du nämlich später, bist aber jetzt tot. Und grundsätzlich, Grundsatzfrage, ne? Das, was du in dem Moment tun kannst, was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder sogar mit Sicherheit dir jetzt hilft, das mach jetzt. Da sparst du nicht irgendwas für später. Wenn du es jetzt brauchst, brauchst du es. Punkt. Das zu diesem Thema. Außerdem, ein Breaching-Tool ist schon relativ stumpf und ist dafür ausgelegt, das Flugzeug zu zerlegen. Das ist die Funktion dieses Werkzeugs. Dieses Werkzeug wird also funktionsgemäß genutzt und grundsätzlich kenne ich mich mit Werkzeugen nicht besonders gut aus, aber ich würde sagen, sie dafür zu verwenden, wofür sie hergestellt sind, kann so falsch nicht sein. So, hätte man direkt zum Frauenkoffer laufen sollen? Das ist jetzt so der Punkt. Wir wissen ja, dass in der Nacht noch Joe vom Briefkasten den Funkspruch mitgebracht hat, beziehungsweise Joe und Hugo auf dem letzten Stück. Und wir wissen auch, dass der Funkspruch schon so klang, als würde man den Frauenkoffer relativ easy peasy erreichen können. Das klang jetzt wirklich für mich nicht so, als wäre das jetzt ein Riesenaufwand. So, und jetzt wird eben diskutiert, beziehungsweise darf und soll diskutiert werden, ist es ein unvertretbares Risiko, noch in dieser Nacht zum Frauenkoffer aufzubrechen? Weil im Dunkeln man über den Fluss muss, beziehungsweise durch den Fluss muss, im Dunkeln diesen Baum finden, im Dunkeln möglicherweise den Frauenkoffer, also im Dunkeln mit Lampe, muss man dazu sagen, den Frauenkoffer möglicherweise gar nicht erreichen und dann den Weg umsonst gemacht haben und so weiter und so weiter. Verletzungsrisiko bei der Aktion besteht im durch den Fluss laufen. Da ist immer ein Verletzungsrisiko dabei.
Am besten läuft man durch einen Fluss mit Wartschuhen, also wenn man das plant, ja, wenn man eine Tour in solchen Gebieten vorhat, dann hat man Wartschuhe für solche Zwecke dabei, also im Idealfall. Alles andere kann man natürlich auch machen, geht aber mit erhöhtem Verletzungsrisiko einher. Die Leute, die ich persönlich kenne, die häufig Outdoor-Touren in Gebieten mit Fluss zu erwartenden Flusswartungen machen, haben für so einen Zweck irgendwelche Wartschuhe dabei. Ich auch, ja, meine Frau und wie gesagt, jeden, den ich da jemals kannte, der solche Touren macht, verwendet Wartschuhe, regelmäßig macht. Ja? Und auch nicht für die Kamera und nicht als Survival-Tour, sondern jetzt mal regulär. Jetzt ist das hier ja aber jetzt eine Survival-Simulation und zwar diesmal eine relativ realistische, anders als bei den anderen Sachen. Und das heißt, wir haben halt keine Wartschuhe. Kann man jetzt so durch den Fluss laufen? Das große Problem bei so saumäßig kaltem Wasser ist, dass man die Füße sehr schnell nicht mehr vernünftig spürt und dann auch nicht merkt, ob man sich jetzt gerade eine Verletzung am Fuß zuzieht oder nicht. Das heißt, während man noch auf dem scharfkantigen Stein steht, kriegt man gar nicht mit, dass es keine gute Idee ist, hier weiter drauf zu stehen beispielsweise. Und das verkompliziert die Sache ein Stück weit, das ist aber tagsüber genauso. Und mit dieser Lampe, dem doch recht vielen Licht, was die abgegeben hat, das ist nämlich noch viel mehr fürs menschliche Auge. Man muss wissen, Taschenlampen oder Stirnlampenschein in der Kamera ist immer viel weniger intensiv als in der Realität. Ungefähr die Hälfte kannst du da rausrechnen. Das heißt, die Lampe wird in der Realität doppelt so hell gewesen sein, plus Restlicht durch die Nacht. Es war ja weitestgehend wolkenlos. Das heißt, so dunkel ist die Nacht auf keinen Fall gewesen. Und in Anbetracht dessen, dass man das dann weiß, halte ich das Durchqueren des Flusses, weil, wie gesagt, irgendwann muss man es machen, wenn man den Koffer haben möchte. Die Alternative wäre, der Koffer wird gar nie abgeholt. Das ist sicherlich auch keine wirklich gescheite Idee. Und dann bleibt eben wirklich nur die Möglichkeit, den Frauenkoffer jetzt dann zu holen oder ihn halt später zu holen. Und später zu holen, da sehe ich keinen nennenswerten Security-Vorteil drin. Im Dunkeln durch den Fluss, das wäre dämlich gewesen, ja, absolut. Ohne Lampe, das wär dämlich gewesen. Mit Lampe kann man machen, muss man vielleicht nicht unbedingt machen. Das hängt halt davon ab, ob sich dann in einer Gruppe für sowas Freiwillige finden lassen. Jetzt wurde der Uwe ja freiwillig gemeldet, hatte aber offensichtlich auch kein Problem mit. Und Joe hat sich tatsächlich freiwillig gemeldet und dann haben die das Ding geholt. Und das würde ich sagen, ist soweit völlig in Ordnung. Das würde ich auf keinen Fall als Fehler einordnen wollen. So, jetzt steht hier auf meinem Zettel, die Gruppe muss auch filmen. Darunter leidet die Arbeitsleistung. Ja, das ist halt eben der Knackpunkt. Außerdem zum Beispiel so ein Hugo, der ist halt wirklich fertig zu diesem Zeitpunkt. Der kann da nicht viel helfen. Und es ist einfach nicht Idealzustand. Wir haben nie Idealzustand. Und jetzt daheim zu hocken und eben potenziell theoretisch, ich meine, ich mache ganz viel theoretisch und bin Theoretiker, keine Frage, aber man darf bei aller Theorie nicht vergessen, dass es eben in der Realität häufig eben nicht ideal läuft. Das gibt es nicht. Das gibt es in keinem Betrieb, das gibt es in keiner Wissenschaft, das gibt es nirgends, dass immer alles genauso perfekt läuft, wie das potenziell möglich wäre. Stellt euch mal vor, alle stehen vor der roten Ampel, die Ampel wird grün. Dahinter stehen 20 Autos, die gleichzeitig sehen, dass das grün wird. Würden die jetzt alle sofort Gas geben, würde die gesamte Kolonne geschlossen anrollen. Man müsste nicht erst ewig warten, bis das Anrollen der Kolonne Fahrzeug für Fahrzeug für Fahrzeug bis ganz hinten stattgefunden hat. Warum klappt das nicht? Ja, weil du 20 Menschen, die nicht miteinander kommunizieren können, niemals so gut koordiniert bekommst. Das klappt einfach nicht. Das hat so ein bisschen was mit, geht nicht zu tun. Und so ähnlich ist es halt auch eben, dass die theoretischen Dinge, die man theoretisch als so eine Gruppe tun könnte, wenn man es da vorher drauf anlegt, ja, wenn man die jetzt vorher in ein Büro bringt, sie einem Briefing unterzieht, was exakt sie jetzt genau zu machen haben, sie das jetzt noch 38 Mal üben dürfen und dann werden sie da ausgesetzt und dann sollen sie exakt das tun, dann wäre das vielleicht möglich, aber so, das halte ich einfach nicht für realistisch. Ja. Klar, theoretisch möglich, realistisch, nö. Das darf man auch gerne mir vorwerfen, wenn ich mal wieder irgendwelche Sachen theoretisch ausrechne, dass das theoretisch ja cool klingt, aber in der Praxis nicht umsetzbar wäre. Dann muss man es natürlich noch gut begründen, warum es in der Praxis nicht umsetzbar wäre. Aber das ist ein guter Vorwurf, den man beispielsweise mir relativ häufig auch mal machen darf, was in Ordnung ist. Ja? Ich bilde mich ja auch gerne weiter.
So, Zeitmangel und zum Beispiel die Tatsache, warum das eben auch alles nicht so einfach ist. Hugo muss so ziemlich für alles erstmal angelernt werden. Ja, Hugo weiß zum Zeitpunkt, wo das losgeht, nicht, wie man Gras ausrupft, sondern versucht es mit der Schere aus dem Erste-Hilfe-Set abzuschneiden. Ja? Also auch das ist erstmal lustig und ich muss da auch lachen. Und ein böser Teil von mir denkt sich, so ein Trottel, das ist so, ja, aber das ist nicht nett. Und wenn er das wirklich noch nie gemacht hat, dann ist es auch in Ordnung, dass er das erst lernen muss. Jetzt kann man sich natürlich fragen, inwiefern der junge Mann eine Erziehung genossen hat, in der er sowas nie gelernt hat. Beziehungsweise ob das dann eine gute Erziehung gewesen ist. Voraussichtlich nicht. Aber kann er was für seine Erziehung? Nee, da können wir jetzt Hugos Eltern für verantwortlich machen, möglicherweise. Oder wir lassen es einfach sein, das wäre erheblich freundlicher. So, und da das niemandem was bringt, wenn wir jetzt Hugos Eltern daran schuld sein lassen, würde ich wirklich sehr daran appellieren, dass wir es sein lassen. So. Also nochmal, falls Regen in der Nacht, habe ich schon gesagt, Flugzeug umkippen, alle sicher, Flugzeug so weit abdichten, dass da trotzdem alle irgendwie reinpassen, ohne es umzukippen. Das war dann mit dem Zeug, was sie später dann hatten, ja auch möglich. Man hatte zumindest genügend Rettungsdecken, Biwaksäcke, die man aufschneiden kann, um damit Eingang und Ausgang sozusagen, also die beiden Türen abzudichten, plus die olle Rettungsinsel auf das Dach zu schmeißen. Und dann hätte das halbwegs funktioniert. Klar muss man die Rettungsdeckel nach oben, dann noch ein bisschen Rettungsinsel nach oben noch ein bisschen mit irgendeinem Stock abstützen. Aber das ist eine Angelegenheit von ein paar Sekunden, da irgendeinen Stock noch einzubauen. Und Worst-Case-Szenario, alle 20, 30 Minuten macht halt einer diesen, dann läuft das Wasser runter und dann kann er den Finger wieder runternehmen. Oder je nachdem, wie stark der Regen ist, dann halt alle 6, 7 Minuten. Aber wenn der Regen so stark ist, dann schläft da sowieso keiner in dem Moment. Ja? Da kriegst du in so einer Situation durchaus Gefühle, die dich wach halten. Ich spreche aus Erfahrung. Stürmische Nächte, oh. Da kann man schon mal am eigenen Wetterschutz zweifeln, auch wenn das ein super teures Hilleberg-Zelt ist. Und dann fragt man sich am nächsten Morgen, warum man gezweifelt hat. Dafür hat man ja ein super scheiß arschteures Zillebergzelt sich gekauft, damit man nicht zweifeln muss. Und man zweifelt doch. Ja, also zumindest geht es mir so. So, dann das Problem ist, dass ich jetzt meine Zettel durcheinander gebracht habe. Ich glaube, es geht weiter mit meiner Einschätzung zu den Schlafsäcken. Das heißt, die legen sich jetzt schlafen, beziehungsweise die Schlafsäcke werden verteilt. Und da haben wir die Schlafsäcke, die ich identifizieren konnte. Einen Defense 6 von Carinthia. Der hat so eine Komfort-Limit-Temperatur von minus 18. Bei Frauen mag das ein bisschen höher liegen. Aber da sollte eigentlich jeder bei den entsprechenden Bedingungen, auch ohne Futter im Bauch, die Möglichkeit haben, da drin warm zu pennen. Dass es Julia trotzdem nicht tut, liegt natürlich ein Stück weit an der Unterlage, der fehlenden wärmenden Unterlage. Und der Tatsache, dass Julia offensichtlich wirklich eine Frostbeule ist, sagt sie zumindest. Ja, und daher nehme ich jetzt mal die Info, dass sie das selber von sich sagt, dass wir das hier vielleicht mit einbauen dürfen. Das heißt, so eine Julia Beautics warm zu halten, dürfte ein bisschen schwierig sein. Und daher finde ich es auch schön, dass sich das Team das dann zur Aufgabe macht, das sicherzustellen. Defense 4 kriegt die Sandra. Das ist so der Standard-Schlafsack für Bushcraft und Survival. Viele Leute schwören drauf, viele Leute verabscheuen das Ding. Es ist wirklich, man hasst ihn oder man liebt ihn. Ich habe wenig dazwischen gehört. Ich persönlich habe ihn mal geliebt, dann wurde er älter und dann habe ich jetzt verstanden, warum man ihn hasst. Manche Leute kaufen das Ding auch gebraucht, da ist er erheblich günstiger zu haben. Ich würde aus beim aktuellen Preis, was das Ding kostet, ihn für viel, viel zu überteuert für die Leistung einschätzen, persönlich, ja. Wenn man zu den Menschen gehört, die da unglaublich toll drin schlafen, dann sieht die Welt natürlich wieder ganz anders aus. Aber meine hat wirklich an Leistung, auch mit Waschen, sehr, sehr eingebüßt im Laufe der Jahre. Und inzwischen taugt er bis leichten Frost und mehr aber auch nicht. Ja? Und das bei einem gut genährten Ben. Zugegeben keinem sehr fitten Ben, aber einem gut genährten Ben. Der momentan deutlich fitter gewordene Ben, der da sehr stolz drauf ist und sich darüber freut, dass es bei ihm mal wieder bergauf geht körperlich, der würde vielleicht noch mal ein bisschen besser drin pennen. Das könnte sein, ja. Aber nur ein bisschen. Gut,
Ja, also man kann über das Ding sagen, was man möchte. Theoretisch ist er bis minus 8 Komforttemperatur. Für extreme Situationen bis minus 15 steht da auch irgendwie drauf, wie auch immer das zustande kommt. Das sollte für Sandra eigentlich reichen. Auch wieder eine vernünftige Isolierung vorausgesetzt. So, und Menschen mit viel Speichermasse müssen eben diese Speichermasse auch erstmal erwärmt bekommen, was Nächte im Schlafsack insgesamt ein bisschen schwieriger macht, wenn du sehr viel Speichermasse hast und nicht zwingend sehr viel Muskulatur, um diese Speichermasse dann schnell aufzuwärmen. Also wenn man jetzt einem Uwe einen ordentlichen Bierbauch auf seinen gemeißelte, also den anderen Bierbauch, ja, das Fass, nicht den Sixpack, aufs Auge drückt, also an ihn dran tackert, ja, dann würde er wahrscheinlich durch die darunterliegende Muskulatur da schon irgendwann warm bekommen, aber auch da würde es eine Weile dauern. So, ja, dann haben Sie den Kinderschlafsack, den sehen wir auch relativ deutlich, und der soll minus 10 Komforttemperatur haben. Prinzipiell ist das damit also ein Tipptopp-Schlafsack, leider zu klein für alle Anwesenden, und auch der Stefan passt da nicht ganz rein. Und jetzt kann man sich kloppen. Das hängt wirklich sehr stark von verschiedenen Bedingungen ab. Ist es besser, einen völlig unzureichenden Schlafsack zu haben, den man zumachen kann, oder einen warm genugen Schlafsack, den man nicht ganz zumachen kann? Jetzt kommt es halt sehr stark darauf an, wie viel Stefan da denn jetzt nun reingepasst hat. Da haben wir Aussagen von anderen Leuten und Aussagen von Stefan. Und da sich die so ein bisschen widersprechen, also er hat auf jeden Fall nicht ganz reingepasst, das ist Fakt. Solange ihm das Ding quasi bis unter die Achselhöhlen reicht und dann zugeht, falls es zugeht, ja, das wird auch in Frage gestellt, dann ist das eine relativ warme Angelegenheit, weil man ja mit dem ganzen zusätzlichen Isolationsmaterial jetzt seinen Kopf und seinen Schulterbereich und seine Arme ganz gut einpacken kann, möglicherweise da noch eine extra Decke verwenden kann, und dann müsste das einigermaßen, nicht schön, überhaupt nicht schön, aber so einfach meiner Erfahrung nach, ist Schlafsack bis hier oben schon sehr, sehr hilfreich. Ich schlafe ja viel mit Quilt, das ist ja im Grunde nur eine Decke. Und in den allermeisten Nächten, auch wenn sich schon die Temperatur der Grenztemperatur meines Quilts annähert, wenn die nicht wirklich sehr, sehr, sehr kurz vor erreicht ist, langt es meistens wirklich, die Arme noch draußen zu lassen, oder zumindest den Kopf hat man immer draußen beim Quilt, das hat keine Kapuze, das kann man so eng nicht zumachen. Und das klappt meistens ganz gut, aber das ist nur mein Erfahrungswert. Wer da völlig anderes feststellt, und ich bilde mir da nicht ein, unbedingt recht haben zu müssen, ja, meistens habe ich das, aber in diesem Fall möchte ich da nicht drauf bestehen. Ja, also blöd natürlich, dass der in den Schlafsack nicht richtig reinpasst. Richtig fies, irgendwo auch lustig und irgendwo auch spannend von der Orga, dass die da einen Kinderschlafsack mitgeben. Aber böse. Wirklich böse. So, der Joe hat zumindest in späteren Nächten, er lag, wenn ich das richtig gesehen habe, lag er auch immer was anderem drin. Vielleicht gibt es das Ding auch in anderer Farbe, ich habe keine Ahnung. Aber er sagt jedenfalls, und das klingt plausibel, er hätte da einen Carinthia Tropen. Der gehört auch zur Defense-Serie und ist theoretisch mit dem Defense 4 zu koppeln. Das ist so die Idee dahinter, dass man die beiden ineinander schiebt, was natürlich nicht geht, dann haben sie zu wenig Schlafsäcke. Egal, jedenfalls hat der so eine Komforttemperatur um die 10 Grad plus. Ja? Ich hatte mal das Vergnügen mit so einem Ding bei um die 0, also ein bisschen um die 0 theoretisch drunter, also nicht nur theoretisch, auch wirklich drunter, nächtigen zu dürfen. Ich habe ein bisschen geschlafen, aber mit einer tollen Isomatte. Ja? Wenn die tolle Isomatte fehlt, dann hätte ich in der Nacht kein Auge zugetan und mich durchgefroren, so oder so, mehr oder weniger. Wäre wahrscheinlich auch mal aufgestanden und hätte zwischendrin ein bisschen Sport gemacht, um dann wenigstens ein bisschen, eine halbe Stunde halbwegs warm zu haben, sowas in die Richtung. Das war zum Zeitpunkt, wo ich einigermaßen fit war. Aber das variiert sehr stark. Ja? Also Schlafverhalten im Schlafsack ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Das kann um 200-300% schwanken, wenn es dumm läuft. Ja? Also je nachdem, welche Person man anguckt. Zum Beispiel Julia ist wirklich sensationell am Frieren, wenn man bedenkt, was für einen warmen Schlafsack sie theoretisch da eigentlich hat. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur eine interessante Feststellung. So, dann haben wir noch einen Mountain Warehouse 1400 Mikro
Light oder wie das Ding heißt. Ich glaube, den hat Hugo bekommen. Der hat laut Internet bzw. laut Schlafsackhülle eine Komforttemperatur, wohl Komfort, vielleicht auch nur Komfortlimit, das ist schwer zu sagen. Das kann man auf dem Ding nicht erkennen. Und im Internet steht es tatsächlich bei der Firma selber gar nicht dabei. Da steht nur der Extremwert. Man erkennt einen schlechten Schlafsack daran, dass die Herstellerfirma als Temperaturangabe bloß den scheiß Extremwert abdruckt. Dann erkennst du mit Sicherheit einen schlechten Schlafsack, einen billigen Schlafsack, der ist auch nicht teuer, der hat zu dem Zeitpunkt irgendwie reduziert 60 Euro gekostet oder sowas um den Dreh. Was für ein Schlafsack, der theoretisch bis null reichen soll. Also schon sehr, 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 sehr günstig, verdächtig günstig. Ja. Kann sein, dass er trotzdem was taugt, dass man da ein tolles Schnäppchen macht. Vielleicht ist der auch gut. Hugo pennt ja auch relativ schnell weg. Hugo ist von der Statur her eigentlich wahrscheinlich gar nicht mal schlecht, um im Schlafsack zu pennen. Ja, der ist jetzt nicht besonders muskulös, der ist aber auch nicht besonders mager und diese Kombi, die kann ganz gut funktionieren. Außerdem ist er jung, das hilft auch. Also ja, nachvollziehbar. Ja? Auch wenn da nur 0 Grad theoretisch eben draufsteht und sie ja etwas drunter hatten, dann wäre 0 Grad wahrscheinlich doch die Komfort-Limit-Temperatur, weil das Hugo ein so kalter Schläfer bzw. so kälteresistent ist, dass er in einem Komfort-Limit 0 Grad Schlafsack bei minus 5 einfach mal so wegpennt. Das wäre bemerkenswert. Ja? Das würde dann bedeuten, Späßle, ne? Wirklich nur ein Späßle. Auch Hugo kann was. Nur Späßle. So. Hugo kann natürlich was, selbstverständlich. Ne? So, ja, das zu den Schlafsäcken. Die anderen konnte ich bisher noch nicht identifizieren. Spoiler, auch nicht in späteren Folgen. Bisher. Vielleicht kommt da noch was. Ich finde es dann übrigens sehr lieb, wie sie sich, gerade auch wie die Mädels sich gegenseitig, beziehungsweise die Herren den Mädels, die Jungs den Mädels, jetzt ist ausgeglichen, in den Schlafsack helfen und man sich da wirklich gegenseitig Schlafsäcke ausprobiert und so weiter. Ich finde, das ist eine schöne Szene, die gefällt mir einfach irgendwie. Was haben sie denn als Bodenisolierung? Zeug aus dem Flugzeug? Ja, Wandisolation aus dem Flugzeug? Polsterkissen aus dem Flugzeug plus ein bisschen Gras, was sie zu dem Zeitpunkt haben, sammeln können. Was auch viel diskutiert worden ist, Stefan hat erstens einen Haufen Gras in kurzer Zeit gesammelt. Stefan ist ein Arbeitstier, wenn er arbeitet, ist ein Arbeitstier, absolut. Ja, das muss man würdigend zur Kenntnis nehmen. Hat einen Haufen Gras zusammengetragen und hat das dann in einen Rettungsdecken-Biwaksack reingestopft. Als mindestens Sitzgelegenheit für drei irgendwie, so Sofa, so sagt er zumindest. Das ist jetzt viel diskutiert worden, sowohl von der Pro-Stefan als auch der Contra-Stefan-Fraktion. Ich würde sagen, das kann man im Grunde schon machen, dass das Zeug dann hinterher allerdings rausgenommen wird und auf die tatsächlichen Schlafplätze verteilt wird, halte ich auch für sinnvoller. Weil wenn die nebendran pennen und da liegt dann einfach dieses Sofa, das so nicht genützt wird, bis vielleicht zum nächsten Morgen sich jemand doch mal draufsetzt, dann ist die Isolationsmenge, die da drin ist, Isolationsgrasmenge da drin, besser unter den Schlafenden verteilt. Es gibt übrigens keinen Sinn, eine Rettungsdecke als Schlafunterlage zu verwenden. Das bringt nahezu nichts. Die sind bei direktem Bodenkontakt bzw. bei direktem Kontakt mit dem Schläfer und so weiter und so fort sind die nahezu nutzlos. Die sind toll als Windschutz, wenn man sich damit einwickelt. Die reflektieren auch ordentlich Körperwärme, wenn man sich damit einwickelt. Ordentlich, das macht wirklich was aus. Rettungsdecken sind absolut super und ein total nützlicher Gegenstand. Je mehr, desto Wind. Also je mehr Wind, desto nützlicher, so rum. Ja, also keine Frage, aber drauflegen macht keinen Sinn. So, das Problem ist, dass die Teile so fragil sind, dass wahrscheinlich diese Reinstoffaktion von den, ich will immer die Shamsia sagen, aber ich habe keine Ahnung, was das für Gräser sind, beziehungsweise ich versuche das mal noch rauszufinden, aber die Shamsia ist es wahrscheinlich nicht. Gattung, die Shamsia flexuosa wäre so der bekannteste Vertreter. Egal, sie sehen halt so ein bisschen so aus. Ist wurscht. Jedenfalls, das hat den Sack wahrscheinlich schon kaputt gemacht. Also wenn man genau hinguckt, ein paar ganz kleine, mindestens fast Löcher bis Löcher scheinen da schon drin zu sein. Das ist natürlich schade.
weil diese Biwaksäcke sind einfach kacke und halten nichts aus. Also ich mache die grundsätzlich auf und verwende die als Rettungsdecke regulär, weil in dieser Sackform zum Draufliegen, zum Drinliegen, das geht einfach viel zu schnell kaputt. Ich habe da ein inzwischen sehr gut geklicktes Video mal gemacht, wo ich versucht habe, mir so einen Biwak-Shelter aus diesem Material aufzubauen. Beim Aufbauen ist es schon kaputt gegangen und am Ende habe ich versucht, das Ganze trotzdem noch irgendwie lustig zu finden. Und irgendwie, es war teuer, ja, das hat Geld gekostet und wollte es sogar irgendwann nochmal verwenden. Beim Versuch, es nochmal zu verwenden, ist es dann völlig zerfleddert. Und also das ist alles Kacke, das ist totale Kacke für eine Notsituation. Völlig unbrauchbar, weil du in der Notsituation nicht das Ding nicht mit Samthandschuhen anfassen wirst. Also nö, das ist Geldmacherei. Eine richtige Rettungsdecke ist toll, Punkt, ja, als Sack. Wenn sie dann größer ist, okay, dann hat das einen gewissen Mehrwert, aber ne. So, meines Wissens sind übrigens Säcke oder dieses Dreieckshelter, was man dann als so ein AR aufbauen soll, sind das auch nur mehrere zusammengeklebte Rettungsdecken, weil die wohl aus der Fabrik standardmäßig in Standardgröße produziert werden und man keine anderen größeren, längeren etc. hinbekommt und die dann einfach nur noch zusammenkleben kann. Habe ich mal so gehört. Das aber weiß ich nicht, was da dran ist. So, also, dann wird geschnarcht, kann ich nichts zu sagen, ist natürlich sicher dramatisch, wenn man sich's anhören muss, ich schnarche auch, daher Solidarität mit Hugo, wir Schnarcher müssen zusammenhalten, obwohl Hugo wohl der Schlimmste von der Sorte gewesen ist, ja, der gute Joe scheint manchmal eine etwas kurze Zündschnur zu haben, ja. Das ist so, da muss man dann durch. Ne? Er selbst, alle anderen auch. Ich denke, normalerweise in einem freundlichen Miteinander unter Nicht-Stress-Situationen würde das auch funktionieren. In Stress-Situationen kann es dann wohl offensichtlich auch mal hin und wieder ein kleines bisschen anecken. Woran immer, also meiner Erfahrung nach, in 95% aller Stresssituationen ist da nicht nur eine Person dran beteiligt. Ja, und wenn es ein Streit zwischen zwei Personen ist, dann würde ich wirklich in 95% der Fälle behaupten, das basiert ein bisschen, mindestens anteilig, immer auf Gegenseitigkeit. In vielen Fällen ist es fast schon 50-50, habe ich das persönliche Gefühl so mit meiner Lebenserfahrung, aber die kann auch trügen, ne? Ich bin da kein Experte. So, Schlingfalle, nächster Morgen. Schlingfalle wird ausgelegt. Habe ich für mich persönlich lange darüber nachgedacht, was ich davon halte. Also einerseits ist das natürlich eine effiziente, also jagdlich gesehen, effiziente Möglichkeit, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, soweit ich das beurteilen kann, bin nur theoretischer Jäger, habe die ganze Theorie bei der Jagdgedöns-Ausbildung mitgemacht, habe dann kein Geld gehabt, um Schießen zu bezahlen und kann daher A, wahrscheinlich nicht schießen, und B, habe auch nicht den Zettel, der mich jetzt zum Jagdschein qualifizieren würde. Ja, ich habe auch die Prüfung nicht mitgemacht, ich habe aber die theoretische Ausbildung mitgemacht. Ob ich da aufgepasst habe, weiß ich nicht, weil es nie abgeprüft worden ist. Davon abgesehen haben wir noch jede Menge Wildökologie, Wildtierkunde in einem größeren Ausmaß, als das ein normaler Jagdscheininhaber hat im Studium gehabt. Und ich habe mich in dem Bereich auch weitergebildet. Ich kenne mich also schon mit jagdlichen Themen aus. Mit den theoretischen, wenn es ums Wildtiermanagement geht, ja, welche Tiere braucht man, wie viel, was machen die Tiere und so weiter, wie man die jetzt jeweils erlegt. Man hat das eine oder andere mitbekommen im Laufe der Jahre, man hat auch das eine oder andere mal gesehen, aber Experte bin ich da nicht. Also vermutlich jeder Jäger ist im Rhein, also der wirklich aktiv jagt, ist im Erlegen von Tieren besser als ich. Ja? Daher meine Qualifikation da bitte nicht überinterpretieren. Unter Nichtjägern bin ich wahrscheinlich qualifizierter als die allermeisten anderen Nichtjäger. Ja, aber irgendwo so da wäre dann meine Meinung einzuordnen, so rein vom Qualifikationslevel. Ich kann natürlich auch als Laie recht haben oder als Experte daneben liegen, aber trotzdem wollte ich das einfach mal gesagt haben. So, eine Schlingfalle ist wahrscheinlich aus Survival-Perspektive die beste Methode, um da irgendwie an diesem Ort vielleicht dann doch mal an was Essbares ranzukommen. Ja? Folge 1 und 2 hat es noch nicht geklappt, das wissen wir. Alles Weitere wären Spoiler. Ne? Trotzdem halte ich für die beste Methode.
Leider, und deswegen, ich mag Schlingfallen nicht. Und ich habe in meinem Kanal schon immer thematisiert, dass ich solche Fallen für relativ grausam und oder in fachmännischem Ausdruck nicht weitgerecht halte. Für diejenigen unter uns, die tatsächlich Jagdscheininhaber sind, weil das Tier da drin möglicherweise grausam verreckt. Und das möchte man nach jagdethisch, aus jagdethischer Sicht, die ich ja mitgelernt habe damals, möchte man sowas, so gut es irgendwie geht, vermeiden. Es gibt Unfälle, da hat es dann mal nicht geklappt, aber das sind dann Unfälle. Geplant ist sowas nie. Und im Einsatz mit einer Schlingfalle, die unter Survival-Bedingungen einfach Sinn ergibt, weil im Zweifel Leid des Tieres ist Essen für mich, beziehungsweise Tod des Tieres ist Essen für mich, da würde ich auch sofort jederzeit akzeptieren, dass Schlingfallen eingesetzt werden. Im normalen Jagdkontext, wenn die Jagd nur als Ergänzung zu sonstiger Nahrung gesehen wird, habe ich da ein bisschen meine Schwierigkeiten. Da ist schon gut, dass es entsprechende genaue Regeln gibt, wie die Jagd ablaufen soll, damit das Tier eben so wenig wie möglich leiden muss beim Erlegtwerden. Natürlich ist es dann tot, klar, aber dieses vom Leben zum Tode befördern, das sollte so leidreduziert wie möglich stattfinden. Ja? Sprich, Peng, getroffen, tot. Nicht und langsam verreckend, ja? Um es mal deutlich auszudrücken. Und das ist schwierig. In einer echten Überlebenssituation, keine Frage, selbstverständlich stellst du Schlingfallen auf. Für ein Survival-Szenario, ja, irgendwo muss es ja mal gemacht werden, irgendwo muss es ja mal praktiziert werden, damit man das mal irgendwann weiß, ob das überhaupt funktioniert, ob man das selber kann. Man muss das irgendwie trainieren, wenn man diese Fähigkeit erwerben möchte. Und wie das gehen soll, außer theoretische Fallen in den Wald stellen und danach wieder unscharf machen, aber dann weiß man nie, ob es funktioniert, denn man kann nicht wirklich Erfahrungswerte dadurch sammeln. Das ist wirklich eine hochgradig schwierige Situation. Letzten Endes habe ich dann irgendwann bei viel Nachdenken beschlossen, dass ich das nicht weiter drüber nachdenke und einfach akzeptiere, dass die da sind, dabei ein mulmiges Gefühl habe, mich aber auch irgendwo freuen würde, wenn da mal was drin sein würde. Ja? Spoilerfrei. Kann sein, kann nicht sein. Und also für sowas, ich glaube gerade, also das Ganze ist Survival genug, es ist nah genug dran an der Realität, dass ich für mich persönlich ethisch-moralisch den Schlingfallen-Einsatz okay finde. Nicht gut, okay. Fachlich zum Besorgen von Nahrung, gut. Soweit ich das beurteilen kann, wie gesagt, als relativ qualifizierter Nichtjäger, aber halt doch nur Nichtjäger, sind sie auch mit der Zwangswechsel-Variante, die der Joe da angesprochen hat, beziehungsweise der Ort, an dem sie dann aufgebaut werden sollen. Also was bisher zum Thema Schlingfalle thematisiert worden ist, halte ich soweit alles für sehr sinnvoll. Ja, soweit ich es beurteilen kann. So, einmal Akkuwechsel. Ich weiß, das wird ein Mammutwerk diesmal. Heieieiei. So, was gibt's denn da überhaupt an jagdbaren Tieren? Also Joe hat völlig recht, dass er Kaninchen vermutet. Die wurden ja auch gesehen des Morgens. Also soweit ich das beurteilen kann, wie gesagt. Das kann man auch schön daran erkennen, dass man eben abgeschnittene Grashalme findet. Abgeschnitten, nicht abgerissen. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenn zum Beispiel die Hirsche, die ohne jeden Zweifel da sind, Hirschlosung wurde ja auch entdeckt. Wenn wir die mal als einen Fresser in Betracht ziehen und Karnickel als andere Fresser in Betracht ziehen, dann sieht man da einen deutlichen Unterschied, weil Kaninchen als Nagetier, als Hasenartige, die dann irgendwo so sekundär auch eine gewisse Verwandtschaft zu den Nagetieren haben. Selbstverständlich sind Hasenartige keine Nagetiere, nicht falsch verstehen. Ja, aber so als nagendes Tier, das ist eine gute Formulierung, oder nagen könnendes Tier, haben die eben einen Zahn, der wie eine Schere funktioniert und einen glatten Schnitt beim Abbeißen von Vegetation verursacht. So, ein Hirsch
egal welcher, sei es ein Trughirsch, ein was auch immer für ein Hirsch, völlig Wurst, die haben alle gemeinsam, die Cerviden, dass sie keine Zähne, also keine Schneidezähne im Oberkiefer haben. Das heißt, die haben dann nur eine Hornplatte und drücken mit ihren Zähnen aus dem Unterkiefer Futter gegen die Hornplatte im Oberkiefer und reißen das dann ab mit einer gewissen Kopfbewegung oder mit der Zunge oder, nee, das geht ja gar nicht. Ja, sie reißen es jedenfalls ab. Ohne das jetzt nochmal nachlesen zu können, bin ich jetzt aber vorsichtig, was ich sage. So, und das gibt einfach einen Riss, teilweise auch halb durchgebissen, halb abgerissen. Das sieht man sehr häufig bei verbissenen Gehölzen, dass es so aussieht, als hätte man ein Stück weit reingeschnitten mit dem Messer und den Rest dann abgerissen. Und genau das ist ein typischer Wildverbiss durch Hirschartige. Und bei Karnickeln ist es halt glatt abgeschnitten. Und da kann man, das ist auch wichtig, dass man diesen Unterschied erkennt, wenn man einschätzen möchte, zum Beispiel in Deutschland, ob hier jetzt gerade eben eine Schadensersatzpflicht seitens des Jägers notwendig oder stattfindet, weil der zu wenig Rotwild beispielsweise geschossen hätte. Ja? Wenn aber die Schäden zum Beispiel durch Karnickel verursacht sind, dann wäre das nicht schadensersatzpflichtig und bei Rotwild eben schon. Deswegen muss man unterscheiden können, was hat den Schaden denn eigentlich verursacht. Also unter bestimmten Bedingungen, das ist alles super, super, super ultra kompliziert. Jetzt nur mal ganz, ganz grob erklärt. Ja? Auf die Schnelle, damit das hier nicht ausartet. Ja, aber das heißt, wir haben jagdbare Tiere auf jeden Fall Rotwild wegen Losung. Wir haben Karnickel wegen gesehen und wegen Spuren, Verbissspuren. Ich meine nämlich, er hätte sowas entdeckt. Und wir haben, da wir in Neuseeland sind, mit Sicherheit auch irgendwo zumindest ein bisschen, wäre zumindest sehr, sehr stark anzunehmen, dass man da mindestens ein bisschen hat, Possum. So, habe ich auch woanders schon mal erklärt. Possum ist kein Opossum. Possum ist der neuseeländische Name für Fuchskuckskuh, für den Fuchs, ich glaube so heißt er, den Fuchskuckskuckskuh, ich schreibe es euch unten hin, das habe ich gerade nicht mehr ganz, ich kenne die auch nur als Possum, ja, aber das ist ein australisches Beuteltier, das halt mal eben zum Zwecke, weil es ein brauchbares Fell hat, nach Neuseeland eingeführt wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und breitet sich da jetzt unkontrolliert aus und richtet einen Haufen Schäden an. Ist eigentlich ein Pflanzenfresser, mampft aber auch mal ein Ei, wenn er ein Ei kriegen kann, oder auch mal ein Kiwi, wenn er ein Kiwi kriegen kann. Also nicht die Frucht, sondern das Tier, den Vogel. Ne? Und vor allem eben dessen Eier, die sehr, sehr groß sind. Wie die rausgepresst bekommen, ist mir ein Rätsel. Also eines der großen Rätsel der Biologie. Wie zum Geier kann dieser winzige Kiwi so ein gigantisches Ei legen? Wie auch immer, jedenfalls. Nein, es ist nicht wirklich ein Rätsel. Es ist nur so ein Running Gag. Ja, ist ein Schädling und die werden gerne mal eben entsprechend auch bekämpft mit Giftködern unter anderem. Und daher kann es sein, dass es Gebiete gibt, in denen die Bekämpfung gerade erst gewesen ist und da sind wenig von den Viechern. Oder es gibt Gebiete, in denen die Bekämpfung schon länger her ist und dann sind da ordentlich viele von den Viechern. Wenn die eine richtige Massenvermehrung durchmachen, was sie früher oder später tun, wenn man eben nichts gegen sie vornimmt, dann haben wir so Situationen, anderes Video, das ist auch schon online, da kann ich auch nichts spoilern, wo der Ersatzkandidat, Ruthless Cat heißt er, glaube ich, vom Kanalnamen her, eine kleine Wanderung macht, weil er jetzt nichts zu tun hat, weil er als Ersatzkandidat nicht gebraucht wurde. Und da kommt das zu so einer Situation, wo die Possums quasi fast schon mit der Hand zu fangen sind und so gut wie gar nicht scheu und es wirklich so aussieht, als könnte man die einfach schnappen und den Hals umdrehen und dann hat man was zu essen. Das ist der Fall, wenn wir gerade eine Überpopulation vom Possum haben oder wenn das Possum durch Touristen, der läuft dann einen offiziellen Wanderweg, wenn das Possum durch Touristen teilweise sogar noch gefüttert wird oder positiv behandelt wird, dass die dann lernen, Touristen sind gut zu uns, Einheimische bringen uns um, Touristen sind aber gut. Auf diesen Wanderwegen trifft man aber überwiegend Touristen. Neuseeland ist ja Tourismushochburg, gerade durch uns Deutsche. Wir machen da ja sehr viel Urlaub, viele von uns, was ich verstehen kann. So ist es nicht. Aber ja, dass da also auf diesem Weg ein gewisser Anfütterungseffekt stattfindet, die damit dann halt wirklich noch mal weniger scheu sind, als sie sowieso schon sind. Possum zu erlegen ist prinzipiell einfach, dafür muss aber, wie gesagt, halt auch welches da sein. Ja, das nur einfach mal ganz allgemein, als allgemeine Information, nichts Spoiler.
Nur damit wir das generell mal geklärt haben. So, dann geht später eine Teambesprechung. Ungünstig, habe ich mir aufgeschrieben, Stefan ist nicht da, beziehungsweise geht weg, um Feuer zu machen. Ob er welches mitbringt, schauen wir mal. Zitat. Ja? Also Uwe und Stefan sprechen miteinander und Uwe will wissen, wo Stefan hingeht. Und Stefan meint, er versucht mal ein Feuer da oben zu machen. Und ja, wie, da oben. Und dann ist es da oben, also der Uwe versteht das nicht ganz. Und dann meint der Stefan, wenn man Feuer hat, dann kann man es auch transportieren. Ja, und bringst du das dann mit? Schauen wir mal. Also ich finde diesen Dialog, unabhängig davon, wie sympathisch oder unsympathisch mir die Dialogführenden sind, sehr verwirrend und nicht zielführend. Ja, weil, hä? Was macht der, was hat Stefan jetzt vor? Kann man jetzt daraus verstehen, wenn man keine weiteren Info kriegt? Ja, wir wissen ja, wie gesagt, nicht, was zwischen den reingeschnittenen Szenen passiert ist. Vielleicht haben sie sich vorher eben noch total ausführlich darüber unterhalten, aber dann würde Uwe ja nicht so reagieren. Also wenn wir nur das wissen, was wir sehen, dann wirkt diese Szene auf mich eigenartig. Ja, und die Axt ist unterwegs. Weiß nicht, ob die zwischendrin noch zu gebrauchen gewesen wäre. Vielleicht ist es auch eine sinnvolle Verwendung für die Axt. Das kann man zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Aber wenn das eine Werkzeug jetzt den Berg hochspaziert und Stefan dann damit weg ist, dann ist es halt jetzt erstmal weg. Das könnte eben den anderen 6 Leuten vielleicht ein bisschen unangenehm sein. Ich könnte es zumindest menschlich nachvollziehen, dass man da das jetzt nicht so toll findet, dass das eine Werkzeug weg ist und Stefan damit schauen wir mal machen geht. Ja? Was Stefan sich dabei gedacht hat, ist, dass er jetzt der Gruppe was super Gutes tut. Zumindest sagt er das so. Ja? Und das glaube ich auch, dass er sich das dabei irgendwie gedacht haben wird. Ich glaube ihm das. Aber das ist halt so nicht angekommen. Und das ist vielleicht irgendwas, was man über Kommunikation im Laufe der Jahre vielleicht mal lernt. Möglicherweise hat man es sogar mal in der Schule gehört. Schulz von Thun, Paul Watzlawick, solche Leute, die dazu schlaue Bücher gelesen haben, die man dann auch mal lesen musste, je nachdem, was für eine Schule man so oft besucht hat. Aber wenn Sender und Empfänger einer Nachricht jeweils eine andere Nachricht abbekommen, was sehr schnell mal passieren kann, dann führt das halt zu Misskommunikation und die ist langfristig, wenn die über längere Zeiträume stattfindet, halt eben nicht besonders nützlich und dann kann die Situation irgendwann eskalieren. Das ist menschlich, das ist in Stresssituationen umso menschlicher und daran sind immer alle Beteiligten, alle die irgendwie mit dieser Nachricht, die da gesendet worden ist, was zu tun hatten, sind da immer irgendwie mit involviert. Daher ist es ganz schwierig, hier jemandem den schwarzen Peter zuzuschieben. Aber de facto ist erstmal die sehr seltsame Aussage in dieser Kommunikation, schauen wir mal. Das finde ich schwierig, finde ich sehr schwierig. Das ist ein Fehler, meiner Meinung nach, so in dieser Gesamtkonstellation miteinander zu sprechen. Und der Fehler liegt hier, meiner Meinung nach, beim Stefan. Ja? Sachlich, ganz sachlich. Stefan mag ein total toller Typ sein. Ich kenne ihn nicht. Ich kann das nicht abschließend beurteilen. Das ist hier aber ein Fehler. So. So, und bevor jetzt das Team Stefan sich auf mich stürzt, dass ich bestimmte Aussagen vom Joe nicht separat kritisiert habe, ich habe ja auch nur ein paar Stunden Zeit hier. Ja? Das ist schlicht und ergreifend. Joe sagt hier und da, das wird dann auch noch kommen. Es gibt auch ein paar Sachen, wo Joe wirklich Dinge sagt, die ich ihm dann auch aus Butterbrot schmiere. Aber jetzt erstmal war jetzt nichts dabei, was mir furchtbar negativ aufgefallen ist. So. Also so negativ, dass ich es erwähnen möchte, sagen wir es mal so. So. Bei der Besprechung ist Stefan dann halt weg. Ist ungünstig. Ja, das ist einfach ungünstig, wenn man sich in einer Frühphase der Gruppenbildung, ja, das sind die ersten 2-3 Tage meiner Meinung nach, bei so einer langen Veranstaltung, häufig entfernt und dann einfach nicht da ist und im gruppenbildenden Prozess, der möglicherweise just genau in dem Moment stattfindet, wenn er nicht da ist, das kann Zufall sein. Wir können aber auf keinen Fall wissen, ob es Absicht ist. Ja? Das können wir niemals beurteilen. Daher bin ich auch gar kein Fan der Theorie, dass jetzt absichtlich von Joe initiiert wird, sich jetzt zu besprechen als Gruppe, jetzt wo Stefan weg ist und sich der Joe das so gedacht hat.
Wenn man das überhaupt, also erstens ist das völlige Unterstellung. Zweitens, also 100% ist das Unterstellung, das können wir einfach als Außenstehender, selbst wenn wir Psychologieprofessor sind, das können wir nicht abschließend beurteilen. Und wenn man Psychologieprofessor ist, stellt man keine Ferndiagnosen für irgendwelche psychischen Phänomene, bei denen man nicht persönlich sämtliche Fakten dazu kennt. Und also zumindest habe ich das mal so von einer Psychologiestudentin gelernt. Ob die jemals Professor geworden ist, weiß ich nicht. Aber so ist es. Und daher halte ich es für wirklich völlig kontraproduktiv, hier böse Absicht zu unterstellen. Das geht einfach. Das ist eine Unterstellung. Unterstellungen sind immer doof, helfen nie weiter. Und wir können mal hin und wieder spekulieren, wenn es um Sachspekulationen geht. Die sind im schlimmsten Fall falsch. Und manchmal werde ich ein bisschen verwirrend, aber ich halte Spekulationen immer dann für harmlos, wenn man sie als Spekulation kennzeichnet und alle Beteiligten wissen, dass es sich bloß um Spekulation handelt. Da kann dann mal was Interessantes bei rumkommen oder nicht, aber sie können dann meiner Meinung nach kaum noch Schaden anrichten. Und hier haben wir es wirklich völlig, es geht auf keine Kuhhaut, was da alles zusammen interpretiert wird, was da angeblich geplant worden wäre. Auf beiden Seiten. Stefan werden da auch teilweise von den ganz bösen Leuten, Stefan gegenüber, wirklich Sachen unterstellt, die er garantiert nie beabsichtigt hat. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Möchte ich mir auch nicht vorstellen. Wir gehen grundsätzlich mal davon aus, dass beide, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dass beide das Gute wollen für die Gruppe. Ja? So, so viel zum Thema Stefan nicht da wegen Feuer, beziehungsweise dann gibt es die Situation mit dem im Wald kein Reif, aber trotzdem im Wald kein Reif. Das habe ich in anderen Videos schon so sehr thematisiert, dass ich das aus Zeitgründen jetzt mir abkürzen würde. Dann gibt es nur eine Baumart, nichts anderes. Weil Stefan irgendwo da beim Holzsammeln am Waldrand findet er noch einen Ast, das ist was anderes. Das ist aus meiner Sicht als Forstwissenschaftler gelernter, ist das nichts anderes. Notophagus montana, mit dem wir es da zu tun haben, kann hybridisieren mit der Schwarzbuche, würde sie vor Ort, glaube ich, heißen, Black Beech. Das geht, ja, aber das passiert wahrscheinlich nur selten. Es kann auch mal ganze Hybridbestände geben, aber wenn es die gibt, dann gibt es die auch wieder am Rande des Verbreitungsgebiet von Notophagus montana. Wir sind hier allerdings ziemlich gut drin im potenziellen Verbreitungsgebiet von dieser Baumart. Und ich sehe nirgendwo sonst in dem Wald irgendwelche Anzeichen, dass wir es da auch mit Black Beech zu tun hätten. Black Beech heißt so, weil die einen gewissen Zuckersaft wohl scheinbar über die Rinde abgibt, dann dort von sehr, sehr vielen Insekten befallen wird, die da dann dran saugen und dadurch sich der ganze Stamm teilweise schwarz färbt. Das können wir nicht erwarten, im neuseeländischen Winter da irgendwo zu sehen zu bekommen. Das findet natürlich im Sommer statt. Das heißt, so einfach wäre das jetzt nicht, damit ausschließen zu können, dass da nicht noch irgendwo eine Black Beech rumsteht. Es besteht also ein kleines Restrisiko sozusagen, dass ich mich jetzt irre und dass Stefan da doch noch einen anderen Baum gefunden hat. Es gibt natürlich immer eine große Schwankung von Aussehen unterschiedlicher Individuen, unterschiedlicher Äste. Es kann auch mal einfach eine Exemplar eine Krankheit haben, ein Pilz, ein Hautpilz gewissermaßen, dass auch die Rinde anders aussieht. Trotzdem die gleiche Art häufig. Was man machen müsste, um sicher gehen zu können, dass man es mit einer anderen Art zu tun hat, ist vor allen Dingen dann auch die Blätter detailliert anzuschauen und detailliert zu unterscheiden, ob man da tatsächlich ein anderes Holz gefunden hat. Da die einzig andere wirklich so richtig in Frage kommende, zumindest soweit man das eben von daheim mit neuseeländischer Literatur zu den entsprechenden Baumarten beurteilen kann, die einzig andere in Frage kommende Baumart nochmal ist Black Beech und die wäre von den Holzeigenschaften her nahezu identisch, wirklich nur Abweichungen von 2-4% vom Mittelwert wohlgemerkt. Ne? Also es kann einzelne Exemplare geben, die deutlich anderes Holz haben, aber im Mittelwert sind die nahezu identisch von Notophagus montana. Ja? Zumal Stefan auch in irgendeinem Stream, und das bin ich auch schon gefragt worden, der Meinung ist, da irgendein spezielles Holz gefunden zu haben, das ganz sensationelle Eigenschaften hat und er bis heute nicht weiß, was das gewesen ist. Also ich kann aus dem, was ich von hier feststellen kann, da keine andere Baumart, zumindest nicht da oben auf diesem Berg. Am Bach sieht es anders aus, aber da oben auf diesem Berg kann ich beim besten Willen keine andere Baumart ausmachen als Notophagus montana.
und das ist jetzt vielleicht auch schon ein Spoiler, mit allem, was ich jetzt bisher gesehen habe, ich glaube, das ist ein harmloser Spoiler, kann ich da keine andere Barmaut ausmachen. Und eben auch die Frage, ob Stefan da was anderes gefunden hat, die kam auch in einem anderen Kontext, der sich später noch ergibt. Das tut mir jetzt leid, wenn ich hier so ein ganz paar Dinge vorwegnehme. Die verraten euch ja nichts Wichtiges. Aber ja, das könnte vielleicht noch eine Rolle spielen, vielleicht auch nicht. Aber es ist vermutlich wirklich nur diese eine Baumart, egal wohin man guckt. Auch die kleinen Exemplare am Hang, die Exemplare an der Abbruchkante und die großen Exemplare, die da zwischendrin stehen. Wir sehen da zum Beispiel hinter dem Platz, an dem Stefan sich wohlfühlt, wo dann auch noch Hugo und Uwe vorbeischauen. Da steht ein dicker Baum, der schon ziemlich tot ist. Das dürfte auch einfach nur nochmal ein Notophagus sein, der einfach älter ist. Ja. So. Das war das und dann Hugo und Uwe eben jetzt im Wald. Lieber Hugo, Minecraft Physik hilft bei Survival nicht. Hä? Sonst könntest du auch einen Quellblock irgendwo hinstehen und dabei zugucken, wie der in alle Richtungen 7 Quadratmeter Wasser ausspuckt und dabei nie versiegt und damit einen Wasserfall bauen, indem du diesen Quellblock irgendwo an einen in der Luft platzierten Sandblock dranhängst und du könntest Bäume fällen, indem du den Stamm mit der Faust in der Mitte wegboxst und der Rest der Baum in der Luft hängen bleibt. Also nur weil sich Schnee in Minecraft tatsächlich so als eines der ganz wenigen Objekte, die sich physikalisch korrekt verhalten, oben auf der Vegetation absetzt und nicht unter der Vegetation. Ist, glaube ich, ein Minecraft-Vergleich wenig angemessen. Sonst kommt der Creeper und macht Peng. So. Und ja, ich bin auch Minecraft-Spieler. So, wollte ich es nur mal geoutet haben. Nicht so intensiv wie in Hugo. Und auch nicht so intensiv wie meine Frau. Herzliche Grüße, Schatz. Aber so ein bisschen kann ich mitreden, ne? So. Ist also nicht hilfreich. Was der Uwe da an Holz findet, da kann man dann auch mal ganz gut einschätzen, wie denn die Qualitäten des durchschnittlichen Holzes in diesem Wald sind. Das kann man schon verbrennen, das ist aber definitiv nass. Vielleicht auch, vermutlich auch wirklich schon ein bisschen morsch. Das hat Stefan lustigerweise ja am Anfang, als er ankommt und dafür getadelt, beziehungsweise sich dann daran stört, dass er ignoriert wird. Was ja auch in Ordnung ist, ignoriert werden sollte er auch nicht. Das wäre netter gewesen, ihn da nicht zu ignorieren, absolut. Ja, das ist, egal was er da erzählt, ignoriert werden sollte er eigentlich nicht. Andererseits ist es auch nachvollziehbar, wenn er da plötzlich in die aufgeregt alles zertrümmernde Gruppe reinplatzt und denen da irgendwas erzählt von wegen, da oben sieht es ganz gut aus und es gibt jede Menge morsches Holz und ist alles total nass. Da wäre ich jetzt auch nicht aufgesprungen. Oh geil, morsches Holz, lass hochlaufen. Ja, auch da wieder, zu schlechter Kommunikation gehören immer mehrere Beteiligte. Wie auch immer, jedenfalls ist das Holz da oben tatsächlich wahrscheinlich weitestgehend morsch. Also was der Uwe da zerlegt, das würde zwar brennen, das sollte man vorher vielleicht, also entweder muss man viel Rauch in Kauf nehmen oder man müsste es halt in kleinen Mengen neben dem Feuer trocknen. In kleinen Mengen neben dem Feuer trocknen. Mehr sage ich nicht. Ja? und ja, also das geht, aber toll ist das nicht. Zumindest dieses eine Stück da, soweit ich das als Ferndiagnose irgendwie einschätzen kann. So, dann Hugo weist darauf hin, dass sie Tannen suchen müssen. Tannen gibt es in ganz Neuseeland nicht. Botanischer Hinweis. Stefan bohrt Feuer. Und jetzt ist halt die große Frage, die auch sehr viel diskutiert wird. Ist das jetzt sinnvoll? Ich habe ja schon eingangs gesagt, man sollte sich erstmal in der Reihenfolge um die Prioritäten des Überlebens kümmern, wie sie halt nun mal auftreten. Und da ist Feuerbohren zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht notwendig, weil man ja mit den Streichhölzern 1,5, und ich hatte da in einem anderen Video die große Fresse zu behaupten, dass man damit sicher mindestens ein Feuer anbekommt. Ja, große Klappe, ne? Ist immer gefährlich. Immer gefährlich, dazu noch irgend an anderer Stelle mehr. Aber ich würde mal sagen, mit 1,5 Streichhölzern bekommen vielleicht Leute, die geduldiger sind als ich,
sicher ein Feuer an mit anderthalb Streichhölzern. Ja? Und in einem Szenario, in dem man wirklich sehr viel Wert darauf legt, ist mit dem Streichholz auf keinen Fall Unsinn anzustellen und nicht ein fauler Sack ist, sollte man eigentlich in der Lage sein, mit einem Streichholz sicher ein Feuer anzubekommen. Das ist jetzt die weniger großspurige Aussage. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zumindest. Gut. Und daher kann man sich jetzt streiten, inwiefern es jetzt notwendig bzw. sinnvoll ist, dass der Stefan da anfängt mit Feuerbohren. Und jetzt können wir mal uns fragen, wie jetzt Joe auf die Idee kommt, die anderen anzuschnauzen, dass sie es, also jetzt mal ein bisschen bös formuliert, ja, Joe schnauzt die anderen ab, weil sie Stefan beim Feuerbohren zugucken und nicht mithelfen im Lager und die Dinge tun, die jetzt dringender sind. Richtig ist absolut, dass andere Dinge jetzt dringender sind. Punkt. Ja? Also aus meiner Sicht absolut klar, Feuerbohren hat jetzt keine Priorität. Beziehungsweise zu trainieren und zu experimentieren, ob man hier dann Feuer bohren könnte, wenn man dann ernsthaft Feuer bohren wollen würde. Weil Stefan sagt ja, er bohrt jetzt hier nicht Feuer, sondern er guckt jetzt mal und er probiert jetzt mal, oder was genau der Wortlaut gewesen ist. Das ist ja das, was wir sehen. Ne? Was wir auch sehen, ist eben, dass Joe davon angepisst ist. Und angepisst ist er Vermutung, ich habe da auch nicht mit ihm drüber gesprochen oder sowas in die Richtung, deswegen, weil es eben diese Prioritätenliste gibt, die der Joe, oder um es mit Uwes Worten zu formulieren, der Joe ist in einem Film. Der ist jetzt in seinem Film und macht jetzt sein Ding. Der geht jetzt also kategorisch die Prioritäten des Überlebens für die Situation, in der sie sich befinden, durch. Ja? Und auch bei den Leuten, die Joe nicht mögen, nenne ich sie jetzt mal, sind die allermeisten, oder zumindest ein Großteil derer, die ihn nicht mögen, man muss ihn ja auch nicht mögen, da besteht ja keine Notwendigkeit, man muss überhaupt niemanden mögen, mich auch nicht. Aber die meisten akzeptieren zumindest, dass er scheinbar Ahnung hat von dem, was er da tut. Ja? Und das würde ich auch als definitiv der Fall ansehen wollen. So, und jetzt geht er da eben sein Programm durch. Und jetzt kommt der Stefan und fängt außerhalb des Programms an, da jetzt Feuerbohren zu üben. So, und jetzt wird die Gruppe derjenigen, die ihm dabei zuguckt, größer und größer. Einmal oben am Wald, einmal dann unten im Lager. Und Stefan übt sein Feuerbohren oder was auch immer er da jetzt genau tut. Ja? Das weiß er besser selber. Und ich weiß das genaue Zitat nicht mehr, was er da genau gesagt hat, was er da jetzt eigentlich macht. Kann man da jetzt freundlicher drauf reagieren, als der Joe es dann tut? Mit Sicherheit. Ja? Muss man da freundlicher drauf reagieren, als der Joe es dann tut? Das hängt jetzt stark davon ab, wie wir individuell jeweils so ticken und mit was für einer robusten Sprache uns gegenüber wir jeweils individuell klarkommen oder eben nicht. In dieser Situation war es für Stefan wohl ein bisschen zu robuste Sprache oder zu missverständliche Sprache und Stefan war wohl in dieser Situation sehr davon überzeugt, dass sein Feuerbohrversuch jetzt für die Gruppe hilfreich sei. Wäre es vielleicht gewesen, so als nettes Goodie obendrauf, als nette Zusatzoption, ein, wenn es mal ausgehen würde, ausgegangenes Feuer nochmal anzubekommen, wäre das dann hilfreich gewesen. Wäre in dem Fall allerdings, also nehmen wir mal an, fiktiv, ja? Die machen jetzt Feuer. Die fangen jetzt in dem Moment an, Feuer zu machen und nehmen dafür irgendwas, was mit Sicherheit Feuer erzeugt. Hoffentlich die Rauchfackel potenziell, falls die Feuer machen kann. Wie gesagt, ich kenne diese Rauchfackel nicht, ich habe die nie gesehen, ich kann die nicht einschätzen. Mit Sicherheit die Seenotrettungsfackel und bei entsprechender Vorbereitung wahrscheinlich auch anderthalb Streichhölzer. So, mit einer dieser Methoden machen sie jetzt da Feuer. Und das Feuer brennt jetzt. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, und das sollte nicht so schwierig sein, dieses Feuer am Leben zu erhalten oder die Glut hinterher wieder anpusten zu können, wenn es mal ausgegangen ist. Das sollte eigentlich wirklich nicht so besonders schwierig sein. Wenn man ein Lagerfeuer gemacht hat, weiß das, das ist nicht, kein Hexenwerk. Wirklich nicht. Ja? Und das Feuerbohren wäre jetzt wichtig, wenn das Projekt Feuer am Leben erhalten endgültig scheitert und das Feuer weg ist. Und unter der Voraussetzung, dass wir jetzt nicht noch eine der alternativen Anzündemöglichkeiten zur Verfügung haben, dass die schon irgendwie verbraucht sind oder kaputt gegangen oder sonst wie. In dieser Situation bräuchten wir jetzt Feuerbohren. Und da halte ich es für sinnvoll, da die Situation, in der wir Feuerbohren bräuchten, wo es wirklich wichtig wäre,
nur hypothetisch überhaupt eintreten kann und jetzt noch in weiter Ferne liegt, halte ich es schon für richtig, dass man nicht die Art der Kommunikation, aber den Inhalt der Kommunikation Stefan mitzuteilen, dass wir jetzt kein Feuerbohren brauchen. Und wenn Stefan darauf beharrt, jetzt doch Feuerbohren trainieren zu müssen oder der Meinung zu sein, dass das jetzt total nützlich sei, dann hat er meiner Meinung nach in diesem Punkt Unrecht, weil das jetzt wirklich nicht unbedingt erforderlich ist. Ja? Und mach zuerst, was du zuerst machen musst. Geh nicht, keine Ahnung, Schnüre flechten, solange du noch genügend andere Schnur da hast. Ja? Geh nicht möglicherweise eventuell irgendwas jagen mit geringen Aussichten auf Erfolg, sondern du noch keinen Platz zum Schlafen hast. Ja? Also einfach first comes first oder so ähnlich, oder wie das heißt. drum, ich verstehe, dass das zu Streit führt. Ich kann menschlich nachvollziehen, dass Joe von sowas genervt ist. Und vielleicht spielt bei dieser Sache auch noch eine Rolle, dass Stefan da ja als zweiter Survival-Experte anwesend ist. Ja, so würde er ja vorgestellt und so ist das vielleicht ja auch konzipiert. Und dass Joe der eine davon ist, das ist auf jeden Fall so. Ja? Und Stefan soll wohl der zweite sein. Und wenn wir das jetzt annehmen, dass Stefan der zweite Survival-Experte ist und dann so ein Vorgehen nach dem Basisplan, den man wirklich auf den ersten Seiten eines jeden guten Survival-Buchs findet, der meines Wissens so auch beim Militär unterrichtet wird, meines Wissens, weiß ich nicht, habe ich nie komplett eine nennenswerte Ausbildung diesbezüglich erhalten. Und musste ich auch nicht, ne? Ist also alles gut. Aber ja, da verstehe ich, dass Joe jetzt verwirrt ist, beziehungsweise Joe das nicht versteht, warum Stefan das nicht versteht, dass da jetzt Feuerbohren nicht sinnvoll ist. Und ich kann, zumindest kann ich jetzt nicht, ohne mich auf Stefans Aussagen zu verlassen, was er sich dabei gedacht hat, kann ich zumindest aus der Handlung vor Ort, aus dem Bildmaterial, was uns gezeigt wird, die ganzen Hintergründe, die wir nicht kennen, ja, das ist halt so, die kennen wir halt wirklich nicht. Deswegen sollte man auch nicht zu harsch urteilen. Niemals sollte man, weil wir die Hintergründe nicht kennen, sollte man hier niemanden persönlich angreifen und so weiter und so fort. Aber mit dem Bildmaterial, was wir haben, mit der Geschichte, die uns durch den Schnitt erzählt wird, ist es hier nicht ratsam, Feuer zu bohren. Und ich verstehe auch nicht und es wundert mich ein wenig, dass Stefan so sehr darauf zu beharren scheint, dass hier jetzt Feuer bohren gerade eine gute Idee sei. Das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht hat er dafür gute Gründe, aber dann kenne ich sie nicht. So, Deeskalation, Leute, Deeskalation. Daher war es ein Feuerbohrversuch, vielleicht ein Vorbereiten des Feuerbohrens. Aber selbst wenn da Glut gewesen wäre, hätte man da jetzt niemals glatt spontan ein Feuer draus machen können, weil Stefan zu diesem Zeitpunkt, zumindest wurde es uns nicht gezeigt, voraussichtlich kein Zundernest gehabt hat, das unter diesen Bedingungen funktioniert hätte, dass man unter diesen Bedingungen mit Glut aus Feuerbohren hätte anzünden können. Da braucht man ein sehr, sehr trockenes Zundernest. Im üblichen Fall wird da, das kann ich auch nur theoretisch berichten, im üblichen Fall wird da trockenes Gras verwendet. Sehr gerne wird trockenes Gras verwendet. Es gab in diesem Szenario momentan gerade wahrscheinlich nirgendwo trockenes Gras oder Gras, das trocken genug gewesen wäre, dass man das mit einem Feuerstahl hätte anreißen können und vermutlich wäre es dann auch mit Feuerbohren eher schwierig geworden. Ja? Mit dem Feuerstahl, da kenne ich mich wiederum, ich bin ja kein Profi mit dem Ding, aber zumindest weiß ich genug darüber, dass man mit dem Material hier in der Ecke, so mit dem, was da wirklich jetzt gerade just in dem Moment zur Verfügung steht, sehr große Schwierigkeiten hätte, auf die Schnelle da irgendwie was zum Brennen zu kriegen. Vielleicht mit ganz vielen Strikes. Irgendwann kühlt der Funken aus dem Feuerstahl, beziehungsweise der trocknet ja auch. Ja? Der macht das dann so lange heiß, bis es irgendwann trocken ist und irgendwann brennt es dann doch. Also vielleicht hätte man so ein Gras mit dem Feuerstahl entzünden können. Vielleicht mit sehr viel Glut aus dem Feuerbohren auch. Dafür fehlt mir die Erfahrung, um das beurteilen zu können. So, dabei macht Stefan jetzt allerdings, während er da Feuerbohren probiert, kein Holz. Die Gruppe braucht aber Holz. Und er kümmert sich auch nicht um die Verbesserung der Schlafplatzsituation. Dafür machen alle anderen aber weiter bei der Verbesserung der Schlafplatzsituation bzw. beim Holz. So, und jetzt könnte man, wenn man da dann eben böse Gedanken hat, die dann im Hirn aufkommen, wäre es für mich menschlich nachvollziehbar, dass man dann denkt, ey Stefan, wir machen dir dein Bettchen mit,
und du bohrst Feuer und das hilft uns nicht. Praktischer wäre es, wenn du mithelfen würdest beim Errichten deines Bettchens und der Bettchen der anderen, damit wir es alle einigermaßen schön haben des Nachts. Stefan sagt ja genau, dass er diese ganze Feuerbohrerei und so weiter und so fort macht, damit sie es dann später schön haben. Das heißt, das will er auch. Aber ja, ist halt die Frage, was ist da die bessere Maßnahme? Mit Sicherheit sinnvoll eingesetzte Energie als hervorragende Arbeitskraft, die er ist, zum Bereitstellen von mehr Heu, mehr Gras zum Draufliegen, mehr Brennholz vor Ort, um, wenn das Feuer dann brennt, es länger brennen zu lassen, es vielleicht ein bisschen heißer brennen zu lassen, Möglichkeiten. Oder eben Backup-Feuer bohren. Ja? Jetzt kann man natürlich auch davon ausgehen, dass vielleicht, Stefan, das wäre ja auch legitim, zu diesem Zeitpunkt, also ob es legitim ist, das muss man ethisch-moralisch, keine Ahnung, beurteilen, das will ich gar nicht machen, aber es könnte ja sein, dass Stefan noch vorhat, die Gruppe zu verlassen. Das habe ich am Anfang ganz vergessen zu sagen. Es ist kein zwingendes Gruppenszenario für diejenigen, die nicht drinstecken. Jeder darf, oder auch die Gruppe kann sich ausblitten in Teilgruppen, in Einzelpersonen, völlig egal, jeder darf da jederzeit gehen und die Gruppe verlassen. Prinzipiell gibt es auch keine Vorgaben, die irgendwie besagen, dass du beim Gehen nicht die Axt klauen darfst. Das dürftest du also prinzipiell wahrscheinlich sogar tun, zumindest von Seiten der Orga wäre da kein Einspruch zu erwarten. Die anderen Teilnehmer wären wahrscheinlich wenig begeistert. Ja, aber theoretisch ginge das. So, und wenn wir jetzt theoretisch davon ausgehen, Stefan hat zwar immer gesagt, dass er das nicht will und für die Gruppe arbeitet, aber theoretisch wäre es jetzt nur vorstellbar, dass der Stefan mit dem Feuerbohren sich darauf vorbereitet, die Gruppe zu verlassen, um dann woanders Feuerbohren schon zu können, weil er sein Feuerbohrset soweit fertig hat, und dann woanders autark überleben zu können, ja, unabhängig von der Gruppe. Das wäre möglich. Ich will nur sagen, dass das möglich wäre. Ob das noch relevant wird, tja. So. Das heißt, also das Kein-Holz-Machen sorgt natürlich ein Stück weit, und das wurde auch von verschiedenen Teilnehmern so wahrgenommen. Julia hat sich dazu relativ deutlich, die überhaupt nicht schimpft. Julia schimpft mit niemandem, die ist sehr friedlich, die Frau, und deeskaliert auch mehrfach in der Gruppe. Das tut sie jetzt auch dann nach diesem Streit, in Anführungszeichen, als wenn der Joe dann anfängt, unter Abwesenheit des Stefans zu erklären, warum Feuerbohren jetzt eine schlechte Idee ist. Wirkt Julia wirklich deeskalierend und beruhigt den Joe ein wenig, der dann auch einsieht, dass Beruhigen hier eine gute Idee ist. Und ja, finde ich toll. Also Julia ist, was das angeht, bisher, ich finde, die ist eine schöne, bisher, ja, später mag sich das vielleicht noch ändern. Bisher, finde ich, ist Julia eine sehr schöne Ergänzung der Gruppe, weil sie irgendwie für mehr Zusammenhalt sorgt. Sie schafft ja auch was. Natürlich hat sie keine Erfahrung mit dem ganzen Krempel, aber ich glaube, es kann auch den Gruppenzusammenhalt, glaube ich, nur glauben, stärken, wenn man Leute hat, auf die man ein bisschen aufpassen muss. Dass die Stärkeren jetzt nicht sich nicht darauf konzentrieren müssen oder automatisch tun, untereinander den Allerstärksten auszuwählen, da neigen wir Männer ja hin und wieder mal dazu, so wir dann über ein gewisses Ego verfügen, sondern dass sich die Männer darauf konzentrieren können, sich um die Frauen zu kümmern letzten Endes. Ja? Natürlich ist das Mittelalter, aber da hat es mal irgendwann funktioniert. Und jetzt steinigt mich bitte nicht, aber es kann, nicht in der modernen Gesellschaft, da nicht, aber unter solchen primitiven Bedingungen, wie die da zusammenhocken, kann es eine Möglichkeit sein, es ist ja nicht die einzige, wie eine Gruppe zusammenhalten kann, ja. Also bitte, bitte nicht falsch verstehen. Selbstverständlich ist Julia Butix eine mit Sicherheit talentierte, super erfolgreiche Geschäftsfrau, ja, und nicht Damsel in Distress oder zumindest nicht normalerweise, aber man kann sich jeder, egal wie krass man sonst so drauf ist, kann sich ja mal in einer Situation befinden, wo man Hilfe braucht, und dann ist es hilfreich, wenn man bereit ist, Hilfe anzunehmen. Das will ich damit einfach nur sagen. Ja? Nicht, dass Julia irgendwelche Männer braucht, die auf sie aufpassen oder zumindest nicht standardmäßig braucht. Und wenn du mal in deinem Leben in eine Situation kommst, wo du mal Hilfe brauchst, ja, meine Güte, dann bist du ein Mensch. Ja, das ist doch nicht schlimm. Ja. Das habe ich mir jetzt so alles Mögliche noch drauf aufgeschrieben, aber das habe ich im Grunde schon gesagt. Und das bringt uns jetzt zu dem Punkt,
an dem jetzt hier auch gleich Schluss ist. Und da möchte ich mir noch mal erwähnen, und dann lag das hier aber auch. Wir waren nicht dabei. Wir dürfen nicht vergessen, alle müde, alle K.O., alle gestresst. Wenn das da ein bisschen nicht optimal läuft, es läuft nicht optimal. Ja? Willkommen in der Realität, es läuft nicht optimal. Und daher finde ich auch den Anspruch, die Sendung ist scheiße, weil es läuft nicht alles optimal, nicht sehr realistisch. Und ich habe Spaß. Ich hatte die ersten zwei Folgen außerordentlich Spaß. Ich habe auch hier und da mich ein kleines bisschen, die Kommunikation könnte besser sein. Diese Momente habe auch ich. Ja, also wer das nachempfinden kann, das werden sicher einige sein. Aber im Großen und Ganzen habe ich sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch ein bisschen was gelernt. Vielleicht noch nicht jetzt, aber später werde ich dann was gelernt haben. Und finde das wirklich außerordentlich fesselnd und bin jedes Mal, auch das kann ich ja sicherlich auch schon verraten, auch jetzt noch gespannt auf die nächste Folge. Ja, also bis Folge 6 habe ich jetzt, bis inklusive Folge 6 habe ich jetzt gesehen und bin gespannt auf Folge 7 und dann bin ich bestimmt auch gespannt auf Folge 8. Für mich bisher die beste Staffel Seven vs. Wild. Für mich. Ja. Mit dem großen Wehmutstropfen, das darf ich sicherlich auch schon verraten und ich befürchte, dass der auch ein Wehmutstropfen bleiben wird, dass das Ganze eben von dem Streit um, nicht nur zwischen, sondern auch um, auch mit deren Communities und so weiter und so fort, Stefan und Joe und Joey so ein Stück weit, ja, ist da sicherlich auch ein bisschen mit integriert, leider etwas überschattet wird. Und es wäre natürlich schön gewesen, wenn man darauf hätte verzichten können, aber wir sind alles nur Menschen. Und da gehören auch zwischenmenschliches Anecken halt einfach mal auch mal dazu. Und das ist ja auch irgendwo interessant. Ich finde nicht, also ehrlich gesagt kann ich es nicht ganz beurteilen, ob das jetzt ein Dschungelcamp ist oder nicht. Ich habe Dschungelcamp nie gesehen. Ich habe da einen gigantischen Bogen drum gemacht. Ich habe bloß ein bisschen was darüber gehört. Und das, was ich gehört habe, fand ich so abwiderlich, dass es mich völlig abgeschreckt hat, mich jemals mit dem Thema auseinanderzusetzen. Daher bin ich nicht der Richtige, um zu sagen, ob das jetzt schon Dschungelcamp-Niveau ist. Oder Big Brother. Da habe ich die allererste Staffel ein bisschen verfolgt, als das vor langer, langer, langer Zeit zum ersten Mal im Fernsehen lief, weil ich war jung und dumm. Würde ich heute natürlich nicht mehr tun, so ein Format anzuschauen und mache da auch einen gigantischen Bogen drum. Und deswegen kann ich auch da jetzt wieder nichts zu sagen. Ich erkenne aber nicht, dass da irgendwas geskriptet wäre. Also für mich wirkt das alles wirklich so, als wäre die Idee gewesen, wir schicken die jetzt möglicherweise mit ausgewählten Teilnehmern, die vielleicht anecken werden. Vielleicht war das beabsichtigt. Das kann sein. Das möchte ich nicht beurteilen. Aber mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass die auch anecken werden, schicken wir jetzt als Gruppe, als mögliche Gruppe da raus. Und was da dann passiert, wie der Fritz es so schön sagt, ist eine Blackbox. Du schmeißt die Zutaten rein und was da rauskommt, hast du keine Ahnung. Das ist also auch ein gewisses unternehmerisches Risiko. In den ersten Staffeln war es ja auch ein Stück weit so, dass es Kandidaten gegeben hat, die dann einfach nur rumsitzen und letzten Endes manchmal unterhaltsam, manchmal nicht so unterhaltsam, nichts tun. Das kann dir halt passieren. Daran merkt man ja gerade, meiner Meinung nach, dass bei Seven vs. Wild eben nicht irgendwo hintenrum manipuliert wird und ob das jetzt tolles Survival ist. Also in dieser Staffel schon viel mehr als sonst. Ja? Ob das jetzt nur böses Kommerz-Unterhaltungsprogramm ist. Jedes Unterhaltungsprogramm muss sich irgendwie refinanzieren, sonst könnte man es nicht anbieten, es sei denn, es ist von ARD und ZDF und was die an Unterhaltungsprogrammen bieten, ist im Regelfall, meiner persönlichen Meinung nach, bin ich nicht die Zielgruppe. Um es mal höflich zu formulieren. Ja? Wenn bei Frau Stockel mal wieder die Kaffeemaschine kaputt ist im Büro der Rosenheim-Cops. Ja? Und derlei Dinge. Und das hat Einschaltquoten ohne Ende. Ja, die Rosenheim-Cops, die sind total beliebt bei den Ü70-Leuten und sowas in die Richtung. Ne? Aber gut, lassen wir das. Passt, glaube ich, an dieser Stelle. Weiteres nach 2, 3, weiß nicht, wann immer das Gefühl habe, dass ich jetzt was sagen muss, 2, 3 weiteren Folgen, die auf YouTube veröffentlicht sind. Und wenn ihr Fragen habt, solange ich dafür nicht spoilern muss, schreibt sie da rein. Wenn ihr Kommentare habt, solange die nichts spoilern, schreibt sie unten hin. Und ja, alles Weitere dürfte geklärt sein. Hass dulde ich hier nicht. Ab einem gewissen Level ein bisschen angepisst sein, finde ich, darf man schon noch sagen.
müsst ihr mir nicht unten hinschreiben. Bin ich dankbar, wenn ihr es nicht tut. Wenn ihr es halt tut, dann müsst ihr es halt tun. Aber wenn das Ganze eskaliert, dann wird der entsprechende Kommentar verschwinden und bei großer Eskalation der Kommentarschreiber gleich mit. Ja, ich dulde hier keinen Hass und keine Beleidigung. Ich will meine Kommentarspalte sauber haben. Ja, das ist für alle, die da jemals was reingeschrieben haben, erheblich angenehmer. Nur damit wir das geklärt haben. Also, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich und herzliche Grüße an die Naturensöhne, die bis hierhin wahrscheinlich nicht mehr zuhören. Habe euren Kommentar in eurem von mir aus gesehen letzten Twitch-Stream sehr wohl zur Kenntnis genommen. Hat mich gefreut, hab da sehr schön formuliert und wahrscheinlich hat Andi recht. Ich kann es einfach nicht, mich kurz zu fassen. Ich glaube, ich kann es wirklich nicht. Ich werde es allerdings demnächst mal wieder versuchen für 2-3 interessante Themen. Vielleicht klappt es ja mal wieder. Hin und wieder, also ganz selten kriege ich es mal hin. Ganz, ganz selten, ja. Aber im Großen und Ganzen hat Andi mich da völlig zu richtig eingeschätzt. Ich kann es nicht. Aber danke euch, wie gesagt, für den Kommentar. Habe ich mich wirklich gefreut. Euer Messer ist klasse, ne? Also das Kleine. Habt ihr neulich auch schon irgendwo kommentiert. Ich habe es nicht mehr geschafft, den Kommentar zu finden und zu beantworten. Aber das ist wirklich klasse. Ich mag das total gerne. Auch die Hohlschliffklinge finde ich persönlich richtig toll. Die Zange habe ich jetzt auch schon oft gebraucht. Finde ich echt gut, das Ding. So, aber genug Geschleime. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und falls die Naturensöhne das nicht gesehen haben, wenn das ihnen irgendjemand mitteilen möchte, bin ich auch nicht böse. So, tschüss.